19:09 Uhr, der schwarz-gelbe Talk von den Ruhrnachrichten und Radio 91.2, präsentiert von Evonik. Und hier sind Ihre Moderatoren, Matthias Scherf und Sascha Klaverkamp. Da sind wir. Guten Abend, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei uns im Lansing Conference Center zu 19:09 Uhr, der schwarz-gelbe Talk. Wir haben es ausgerechnet, die mittlerweile 21. Ausgabe, und ich habe mich fast erschrocken, als der Sascha mir in der Vorbereitung gesagt hat, dass wir fast auf den Tag vor 7 Jahren den ersten Talk hier oben produziert haben. Ja gut, dir sieht man es an. Also ich muss wir wollten es eigentlich andersrum machen. Du wolltest eigentlich die Frage stellen, ob man es uns ansieht. War das so abgesprochen? Ja, und dann hätte ich gesagt, ja, dir schon. Aber ich freue mich auch über 7 Jahre Talk an deiner Seite. Was kann Schöneres geben? Nichts. Doch, ich bin länger als das verheiratet. Das ist noch schöner. Aber es freut mich trotzdem, dass ich wieder hier sein darf mit dir. Und wir haben auch heute wieder bei der 21. Auflage wieder tolle Gäste, spannende Themen, hoffentlich, die wir im Gepäck haben. Natürlich. Und die Gäste. Denn da wir bin ich erinnern uns sicher an den 20. Talk. Da hatten wir Aki Watzke hier. Und er hatte ein paar Wochen vorher angekündigt, dass er mit dem BVB eigentlich immer den Anspruch haben möchte, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Dann ist der Saisonstart erfolgt, und dann gab es so ein bisschen Schlangenlinie, Zickzack mit einer Formdelle. Zuletzt wieder ein positives Erlebnis in Berlin, und wir stellen uns die Frage, wie sieht es mit diesem Anspruch aus, auch noch in dieser Saison? Und ich denke, das wird auch ein Thema heute Abend sein. Ja, wir haben den Präsidenten zu Gast, und da können wir vielleicht schon eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Wie ist denn der Stand der Dinge? Wie ist die Lage im BVB-Lager? Und genau. Ich habe schon gesagt, der Präsident ist da, und wir wollen ihn aber trotzdem nochmal, auch wenn ihn jeder kennt, in einer Audioslideshow nochmal vorstellen. Dr. Reinhard Rauball ist eine echte Institution beim BVB. Vor 40 Jahren ist er zum ersten Mal Präsident des BVB geworden, damals als jüngster Clubchef der Bundesliga-Geschichte und in schwierigen schwarz-gelben Zeiten. Aber schwierige Zeiten bei und mit den Borussen zu meistern, damit kennt sich Reinhard Rauball aus. Seine dritte Berufung zum BVB-Präsidenten konnte er 2004 nicht ablehnen, als er seine Borussia vor dem drohenden Konkurs bewahren musste. Als Präsident des Ligaverbandes und an der Spitze des DFB lenkt Rauball auch viele Jahre lang die nationalen Fußballgeschicke. Vor kurzem hat sich unser Gast für eine weitere Amtszeit als BVB-Präsident entschieden. Mit ihm an der Spitze wurden die Borussen mehrfach Meister und Pokalsieger und schafften es in das Endspiel der Champions League. In dieser Saison ist sportlich der Wurm drin. Nur eine Momentaufnahme. Herzlich willkommen, Dr. Reinhard Rauball. Wunderschönen guten Abend. Herr Rauball, herzlich willkommen. Herr Rauball. Schön, dass Sie da sind, bei uns sind. Genau. Und wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Autogramm auf unserer schon sehr, wie soll ich sagen, fast wie ein Wimmelbild, Tafel. Ja. Wir möchten ja sehen, ob Sie immer noch so gut schreiben können wie bei Ihrem ersten Besuch bei uns. Beileibe deutlich schlechter geworden. Ich finde, es ist gut geworden. Wir haben für Sie, Sie werden sich vielleicht erinnern, beim letzten Mal war es auch so, ein paar Schlagworte, ein paar Satzanfänge, die Sie bitte spontan beenden. Für mich ist Borussia Dortmund auf der Emotionsstufe das Höchste, was ich mir vorstellen kann, abseits meines Privatlebens. Jubeln auf der Tribüne neben Angela Merkel. Das haben wir geschafft. auch mit, nicht nur neben, sondern mit Angela Merkel. Sie hat mich in den Arm genommen, und der Bundespräsident übrigens auch, in Rio jedenfalls. Ja. Das war noch eine funktionierende große Koalition, ne? Das kann man so sagen. Und einen haben wir noch, deutscher Meister werden. Hat Aki Watzke im Sommer schon beantwortet, die Frage, der schließe ich mich an, der Antwort. Dann gehen wir auf die Bühne und reden weiter. Dr. Reinhard Rauball. Ja. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, Herr Dr. Rauball, wie groß war die Erleichterung nach all dem, was dann Druck auf dem Kessel war, als es dann doch am vergangenen Wochenende ja auch einen Auswärtssieg gab, also ausgerechnet auch auswärts mal wieder gewonnen. Wie groß war da bei Ihnen persönlich die Erleichterung?
Ja, die war schon da, keine Frage. Aber Druck auf dem Kessel, möchte ich ein bisschen relativieren, der war bei Ihnen größer gemacht, als bei uns er war. Und ich erinnere mich daran, dass wir lange Zeit, jeden Tag, immer lesen mussten, zwei Endspiele für unseren Trainer Favre. Und bei uns wusste gar keiner was von Endspielen. Aber das durchgängig durch die Medien wurde das immer wieder vorgehalten. Und der arme Kerl, dann hat er gewonnen, aber dann ist ja noch ein Endspiel. Und dann ist dieser Sieg für ihn ja gar nicht so wertvoll. Und Druck war da, das ist keine Frage. Und im Hinblick auf das, was wir uns selbst vorgenommen haben, das ist so. Aber von Endspielen war keine Rede und wir lassen uns da auch nicht treiben. Das heißt, Lucien Favre hätte seinen Job auch bei einer Niederlage in Berlin behalten? Wir haben uns doch schon mal darüber unterhalten. Was wäre, wenn Fragen, die können Sie anderen stellen. Aber dann reden wir über einen Fakt, beziehungsweise über etwas, was schon geschehen Gerne, ist. Ja, was ist hat denn die Mannschaft in Berlin besser gemacht als zuvor in den Spielen? Er hat zum Beispiel gezeigt, wie man mit 10 Mann ein Spiel gewinnen kann. Das hat sie vorher nicht als Aufgabe gehabt, aber die Mannschaft hat deutlich offensiver gestanden. Sie hat das Pressing dementsprechend auch etwa 5 Meter vorgelagert und hat den Gegner nicht so sehr zur Entfaltung kommen lassen, was als Konsequenz hatte, dass die Herthaner sehr viele lange Bälle aus der allerletzten Reihe versucht, über unsere letzte Linie zu spielen. Aber das hat unsere Mannschaft im Vorfeld erkannt, dass Hertha so spielt. Und das haben sie gut gemacht. Ja. Und gut, das eine Tor ist halt gefallen, ein Abfälscher. Und dann haben sie es aber stabil gemacht. Im vorherigen Saisonverlauf ist auch viel über Mentalität und über richtige Einstellung, über Wille in Bezug auf den BVB gesprochen worden. War das auch in Berlin deutlich besser, deutlich mehr zu spüren als vorher? Um ehrlich zu sein, ja, war es. Das, was man vergleichsweise im Heimspiel gegen Paderborn gesehen hat, kommt nicht in der Intensität an das ran, was die Mannschaft in Berlin gezeigt hat. Und das ist auch nicht BVB-würdig gewesen, was wir abgeliefert haben gegen Paderborn. Und dass man dann noch einen Punkt gerettet hat, gut, aber das hat niemanden zufriedengestellt. Also man hätte schon gerne 3 gehabt. Wie haben Sie sich gefühlt, wo Sie gerade Paderborn ansprechen? In der Halbzeit steht 0-3 gegen Paderborn zu Hause. Was geht Ihnen da durch den Kopf in so einem Moment? Also ich hatte noch an den Umschwung gedacht. Aber hatte gehofft, das muss auch sehr früh passieren, ist halt auch passiert. Aber dann hat die Mannschaft die Paderborner so ein bisschen wieder losgelassen und hat erst zum Schluss, als es dann fast um alles ging und auch die Pfiffe kamen und das Publikum mit den Kundgebungen das auch an die Mannschaft heranbrachten, da war es dann etwas zu spät. Wie haben Sie die Pfiffe empfunden? Ich meine, es gab ja auch zwischendurch Szenen, dass Fans, BVB-Fans, Paderborn für die Tore beklatscht haben. Das hat Aki Watzke scharf kritisiert. Aber als die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit den Schalter umgelegt hat, rangekommen ist, war die Unterstützung da. Und am Ende, nach dem Spiel, gab es dann eben doch wieder Pfiffe. Wie haben Sie die Äußerungen und die Situation atmosphärisch zwischen Mannschaft und Tribüne empfunden? Ich habe das gestern auch auf der Weihnachtsfeier mit den Fanclubs von Borussia habe ich das auch thematisiert und für mich ist das eine neue Erfahrung gewesen. Das hat es noch nicht gegeben, kann ich mich nicht daran erinnern, selbst in ganz schwierigen Zeiten, die wir nun auch hatten, dass das Borussen verbal attackiert haben. Das hat es noch nicht gegeben und das hat Aki auch zu Recht sofort angesprochen und ich habe das auch gesagt, ich habe da kein Verständnis für. Borussen machen sowas normalerweise auch nicht und daraus schließe ich, dass es keine Borussen waren.
keine echten Borussen waren. Aber für die Pfiffe durchaus Verständnis. Pfiffe ja, allemal, natürlich. Jeder hat seine Meinung, jeder hat sein Recht, das auch in der Form, die er für richtig hält, kundzutun. Damit muss man sich dann auch auseinandersetzen. Aber das war unterhalb der Gürtellinie. Warum ist das plötzlich so? Ist da vielleicht eine Erwartungshaltung gewachsen, auch durch Erfolge in den vergangenen Jahren, bei der Menschen eher denken, sie müssen ihren Unmut äußern auf diese Art? Ja, das ist, glaube ich, ganz gut möglich, dass da natürlich der Erwartungshorizont da ist. Und wir haben im letzten Jahr, ja, man muss es so sagen, uns fehlte ein Sieg. Und da fällt mir ein ganz besonderes Spiel ein. Dann hätten wir eigentlich zwei Siege gehabt, die wir gefeiert hätten. Wären wir wahrscheinlich heute noch nicht aus dem Feiern raus. Also ein Revierderby gewonnen zu Hause und deutscher Meister geworden zu sein, das kann man, glaube ich, nicht mehr toppen. Ist leider anders gekommen, aber die Erwartungshaltung hat sich dadurch natürlich stabilisiert oben. Wir haben am Anfang auch kurz darüber gesprochen, der BVB ist in die Saison gegangen mit den Ambitionen eben offensiv auch zu verkünden, wir wollen deutscher Meister werden, wir wollen nicht nur in die Champions League ränge, sondern wir wollen es packen in dieser Saison. Und wir sind kurz auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt mal gegangen und haben ein paar BVB-Fans geschnappt und gefragt, Mensch, was glaubt ihr denn, wie sind denn so die Meisterambitionen des BVB, sind die realistisch oder glaubt ihr gar nicht mehr dran? Hier ist das, was die Fans geantwortet haben. Also ich würde nur hoffen, dass sie sich ein bisschen bekrabbeln und dass sie die letzte, die zweite Hälfte der Saison besser spielen und konzentrierter spielen und dann wollen wir mal weitersehen. Da zwei Mannschaften vorne, ich würde sagen Bayern und die Dosen aus Leipzig, da ganz weit vorne zurzeit sind oder ihre Form gefunden haben, müssen wir in der Rückrunde anziehen und dann ist noch alles möglich. Der Punkteabstand ist noch nicht so groß. Also ich halte das für nicht sehr realistisch, weil das nicht sehr rund läuft in Dortmund. Sowohl mit dem Trainer, jetzt mit Mats Hummels und auch so von der Art und Weise, wie die Spiele laufen, wirkt das für mich nicht sehr überzeugend. Es ist möglich. Nur müssen wir halt einen anderen Trainer haben, der ein bisschen aggressiver ist, als jetzt der Favre vorgeht. Ne? Ein bisschen mehr Energie reinsetzen sollte er, weil Favre ist, glaube ich, nicht so tragbar mehr unbedingt für die Mannschaft. Wie realistisch? Ja, die Chancen sind ja nur da. Man muss es ja so sehen, Mönchengladbach spielt jetzt am Samstag gegen Bayern München. Und da wollen wir mal abwarten. Und Dortmund ein Heimspiel in Düsseldorf, danach nach Mainz. Und dann zu Hause gegen Leipzig, dann nach Hoffenheim. Also ich denke, da ist noch was zu machen. Da glaube ich nicht dran. Wird schon schwer, vielleicht mit Champions League. Aber da hoffe ich drauf und bin auch eigentlich zuversichtlich, dass es packen. Ist überhaupt nicht möglich. Wenn die Mannschaft so weiterspielt, ist da keine Chance. Kann ich mehr nicht zu sagen, weil ich nicht so gut auf den Trainer zu sprechen bin. Wenn wir nicht ganz, ganz schnell eine Kontinuität in die Truppe kriegen, ist das vollkommen unrealistisch. Ja, weil ich, wenn ich mir die Spiele ansehe, ich sehe die Verbesserungen nicht. Wenn ich vorige Woche mit zwei sind in Barcelona gewesen, ja, und ich höre dann am nächsten Morgen schon am Flughafen und dann sagt unser Captain dann, es war kein schlechtes Spiel, aber auch kein besonders gutes und so weiter. Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch das Ganze durch. Und ohne jegliche Kontinuität haben wir gar keine Chance. Tja, die Fans sind so ein bisschen gespalten, ne, was das Thema Meisterambitionen angeht. Aber es dürfte sie nicht überraschen nach dem Saisonverlauf bislang. Nein, obwohl das hat ja auch Gründe. Und einer der Gründe ist natürlich, wir sind nur einen Punkt hinter Bayern München. Und Bayern München kommt in der Rückrunde auch noch nach Dortmund, nicht umgekehrt. Nun hat man nicht nur Bayern München als Gegner, sondern natürlich da oben die Dichte in der Spitze, die ist schon beachtlich. Und für mich ein Zeichen dafür, nicht, dass die bisherigen Spitzenvereine schlechter geworden sind, sondern dass die Qualität bei einigen Vereinen doch kontinuierlich zugenommen hat. Aber ich glaube nach wie vor daran, dass wir die Chance nicht nur haben, sondern dass das auch eine realistische Chance ist. Und warten wir bis Weihnachten mal ab. Und mein Herr hat es ja gesagt,
die Gladbacher spielen gegen Bayern München jetzt am Wochenende und wir haben Düsseldorf. Ich warne immer vor Düsseldorf, weil das hat uns im letzten Jahr auch in die Suppe gespuckt und ist auch einer der Partien, wo man, wenn man es gewonnen hätte, dann auch deutscher Meister geworden wäre. Wie haben Sie bei all dem Druck, über den wir ja gesprochen haben, die Fans haben es ja auch nochmal mit ihrer Kritik an Lucien Favre untermauert, wie haben Sie den Trainer erlebt in dieser für ihn ja auch nicht einfachen Situation, bei all dem, was von außen auf ihn eingeprasselt ist? Sie haben ja gerade die potenziellen Endspiele angesprochen. Wie haben Sie ihn in dieser Situation wahrgenommen? Sehr stabil, überraschend stabil. Ich habe fast den Eindruck, er liest gar keine Zeitungen. Das ist vielleicht gut in der Situation, ist das gut, dass er sich diesen Aussagen nicht immer stellen muss und seine Aussagen in den Pressekonferenzen sind eigentlich so, dass man das so interpretieren kann, wie ich das gerade getan habe, denn er sagt, wir haben eine schwierige Situation und wir müssen dran arbeiten und wir werden dran arbeiten und meine Aufgabe kenne ich und wir tun das mit Akribie und das macht er übrigens auch. Und wenn Sie fragen, wie ich ihn erlebe, genauso. Sehr, wenn ich, meistens gehe ich ja nach dem Spiel dann auch in die Kabine rein. Da sehe ich den Trainer, wie er mit den Spielern schon Einzelheiten bespricht aus dem Spiel und mit seinen Vorgaben, die er da schriftlich gemacht hat. Und dem Trainer kann man keinen Vorwurf machen. Ihm wird ja trotzdem immer mal wieder attestiert, er sei nicht emotional genug. Der Dortmunder Fan hat, glaube ich, immer noch Sehnsucht nach dem Vulkan an der Seitenlinie, also à la Jürgen Klopp. Aber das ist er nicht und das wird er wahrscheinlich auch nie erfüllen können, ne, diese Sehnsucht. Also ich will mal vorne sagen, wenn ich den ein oder anderen Kommentator im Fernsehen sehe, wie er sich aufregt und meint, er müsste sich so emotional geben, dass die Unnatürlichkeit schon auf der Stirn steht, wenn man sie sehen würde. Jeder macht seine Arbeit so, wie er vom Naturell her ist. Und niemand muss eine künstliche Emotion erzeugen, um sein Produkt und das, was er vermitteln will, rüberzubringen. Und das macht der Lucien Favre, macht das anders. Und ihm steht vielleicht ein bisschen im Weg, dass er eben der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, wie mancher das gerne hätte. Gut, das ist ihm halt so, aber er kann sich ja trotzdem so artikulieren, dass er seine Gedanken rüberbringen kann. Und auch nicht jeder in der Mannschaft, und beileibe nicht jeder in der Mannschaft, spricht auch die deutsche Sprache. Das weiß man, das ist bei fast allen Mannschaften, bei allen Spitzenmannschaften so. Ich weiß, und Sie haben ja nachher Gelegenheit, zwei Spieler zu fragen, ich habe mit denen gar nicht gesprochen darüber, ob sie mit dem Trainer zufrieden sind und ob er bei ihnen ankommt oder ob da eine Kluft ist. Denn das sind ja auch Spieler, die nicht immer nur gespielt haben und da kriegen sie eine ehrliche Meinung. Meine ist aber ganz klar so, wie ich sie gerade gesagt habe. Was macht Ihnen denn Hoffnung und was macht Ihnen Mut, dass das, was Lucien Favre und die Mannschaft jetzt zusammen in Berlin geschafft haben, dass das sozusagen der Anfang auf dem Weg an die Spitze sein kann? Naja, die Mannschaft hat natürlich auch mitbekommen, wie das Publikum reagiert, wenn man 0-3 gegen eine Mannschaft wie Paderborn zu Hause, also im Heimspiel, zurückliegt. Und ich glaube, dass das den einen oder anderen aufgeweckt hat und dass auch die Art und Weise, wie man ein solches Heimspiel angeht, nicht immer nur mit zwei Sechsern, sondern vielleicht auch mal mit zwei Achtern und einer Sechs dahinter. Das haben wir ja gemacht und das hat auch gut geklappt. Gerade beim Julian Brandt war das für mich eine Leistungsexplosion gewesen in Berlin und auf dieser Position, auf der er bisher noch nicht gespielt hat. Aber wo er natürlich blendend spielen kann, wie er bewiesen hat. Das heißt,
Wir sprechen auch über die Neuzugänge. Man hat sich ja viel, viel vorgenommen, man hat sich viel versprochen von den vier, die da gekommen sind. Julian Brandt ist, glaube ich, auch so ein bisschen sinnbildlich für die Saison des BVB. Ne? Also ein Junge, der unglaublich viel Potenzial hat, aber auch noch so im Findungsprozess ist. Wie sind Sie zufrieden mit den Neuzugängen bei Borussia Dortmund insgesamt? Naja, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte der Hinrunde hinter uns und der Julian Brandt ist ein junger Mann, der braucht seine Spielpraxis, der braucht seine Abläufe, seinen Rhythmus. Seine Position? Position auch, gehört dazu, völlig klar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er wieder da spielen wird, wo er gespielt hat. Das ist meine persönliche Meinung. Die werde ich aber, der Trainer wird das ja gar nicht lesen, so wie ich ihn einschätze, wird das ja gar nicht lesen. Also, der Rat war klar formuliert. Ich würde ihm sogar empfehlen, diese Ausgabe morgen nicht zu lesen, weil es nicht der Eindruck entstehen soll, dass man dem Trainer Vorgaben macht. Das ist ja nun beileibe nicht so. Die Neuzugänge sind das eine, aber trotzdem bewertet man beim BVB ja gerade die Situation im Sturm anders als zu Saisonbeginn. Braucht der BVB, um ernsthaft Meisterambitionen hegen zu dürfen, im Winter einen neuen Stürmer? Also, dass wir einen neuen Mittelstürmer und vom Typ Stoßstürmer brauchen. Das haben Hadaki Watzke ja auch jetzt gesagt. Und das ist auch so. Und jeder, der so in dem Geschäft tätig war, wie Hans-Joachim Watzke und wie ich auch, der kennt das auch nicht anders. Man kann das vielleicht anders spielen, aber der kennt das auch nicht anders. Und in Dortmund ist es eben so, wir haben immer mit Lewandowski, wir haben mit Barrios. Lukas Barrios, ja, ich wollte jetzt auch in früheren Zeiten sagen, dass da immer jemand in der Mitte war, der als Stoßstürmer angespielt werden konnte, selbst zu Manni Burgsmüllers Zeiten, der sich dann als Mittelfeldspieler da oben in die vordere Spitze hat reinfallen lassen und so weiter. Das ist immer ein Typ Spieler gewesen, den man in Dortmund sehr geschätzt und auch geliebt hat. Und ich würde mich freuen, wenn das in diese Richtung gehen würde. Sage aber auch gleichzeitig, wenn man sich mal im europäischen Transfermarkt umguckt und das Marktgeschehen realistisch bewertet, dann ist es auch nicht einfach, jemand, der von heute auf morgen diese Voraussetzungen erfüllt, die wir da an ihn stellen, dass wir den auch auf Anhieb finden. Aber wann unterschreibt denn jetzt der Olivier Giroud in Dortmund? Dauert das noch mehr als ein paar Tage? Was haben Sie denn für Informationen, Herr Klaverkamp? Dass der Dortmund richtig gut findet und sich erhofft, dass er hier mehr spielen kann, als er es in England gerade darf. Von wem haben Sie die Information? Ah, Sie wissen ja, Quellenschutz. Im Journalismus hat sich nichts geändert. Ja. Es gibt immer diese Hintertür. Aber Sie selbst, Herr Robal, haben fast das Maximum erreicht, darf man sagen, vor wenigen Tagen. Sie wurden ohne Gegenstimme wieder mal zum Präsidenten von Borussia Dortmund gewählt. Und da ist natürlich die klare Frage, was bedeutet Ihnen dieses quasi volle Vertrauen aus der Mitgliedschaft? Ja, es ist schon wichtig, dass man weiß, dass diejenigen, für die man spricht und für die man handelt, auch hinter einem stehen und es mir zutrauen und den anderen Vorstandsmitgliedern und den anderen Verantwortlichen auch. Das gibt eine bestimmte Sicherheit auch in schwierigen Situationen und es gibt viel mehr schwierige Situationen auf der gesamten Palette eines Vereins, die man lösen muss und die man richtig lösen muss möglichst. Und da hilft es sehr, wenn man weiß, die Leute draußen, die stehen hinter dir. Ob das wirklich so ist, hören wir und schauen wir uns mal an. Denn die Weihnachtsmarktrunde haben wir auch genutzt, um die Fans mal nach Ihnen persönlich zu fragen. Das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, hat sich im Journalismus nichts geändert. Ne? Null. Ja. Also,
also sehr wichtig, ist ein Urgestein sozusagen, ne, und auch unverzichtbar. Ne? Also seine Erfahrung hat er, ne? Und ja, der tut alles für Borussia Dortmund. Also er ist der beste Präsident, den Dortmund je hatte. Ne? Und er war jetzt ja auch beim Vorsitzender vom DFL, hat er auch sehr gute Arbeit geleistet. Und dass er da nicht weitermacht, liegt daran, dass er auch schon, weiß ich, 70 oder etwas älter als 70 ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ne? Als sehr wichtig, ich bin auch meinen Lebtag schon Mitglied und weiß, dass Reinhard Raubal jetzt also dreimal den BVB aus der Patsche geholfen hat, wo er immer wieder angetreten ist als Präsident. Und ja, ein absoluter Eckpfeiler in der Geschichte von Borussia Dortmund. Ja, Reinhard Raubal, dem sollte man ein Denkmal setzen. Das ist unheimlich wichtig für Borussia Dortmund. Und ich denke mal auch als Präsident der DFL hat er sehr, sehr viele Verdienste, nicht nur um Borussia Dortmund. Ich glaube, ohne einen Raubal wäre der Verein nicht da, wo er jetzt steht. Das für Dortmund ist er wichtig. Also. Der ist ganz wichtig. Ich glaube, der ist vielleicht der wichtigste Mann in Dortmund. Was er bis jetzt alles so geleistet hat, ist sehr, sehr gut. Ja, Spitze, der hat ja damals auch alles Karren aus dem Dreck gezogen, 86. Mit kann man nur zufrieden sein, dass man so einen hat als Präsident. Ja, Reinhard Raubal ist eine dieser wenigen Personen, die seit ewigen Zeiten im Amt sind, die authentisch geblieben sind. Wenn er jetzt hier die Straße hochkommen würde, er würde nicht an uns vorbeigehen, er würde uns begrüßen, wir würden mit ihm sprechen. Und das ist eigentlich dieses, was heutzutage diese Personen auszeichnet, die so ewig im Amt sind. Und Reinhard Raubal ist, das ist ein Borusse. Das ist ein Borusse. Herr Rauber, Sie hätten jetzt quasi das Momentum der Gegenrede. Mit der Gegenrede. Die eine Formulierung hat mir sehr gut gefallen, dreimal aus der Patsche geholfen. Ja, aus der Patsche ist relativ in dem Fall, darf man sagen. Ne? Kann man so sagen. Ja. Das ist ein Borusse. Was ist denn das, ein Borusse? Was braucht man, um ein echter Borusse zu sein? Schwarz-gelbes Herz, Wille, bereit sein, in jeder Phase des Tages, in jeder Phase eines Problems für Borussia Dortmund dazustehen und das Beste zu geben. Für Borussia Dortmund dastehen, das ist ein gutes Stichwort. Sie stehen dem Verein als Präsident vor. Warum macht es Ihnen so großen Spaß, Präsident dieses Vereins zu sein? Wir können ja mal tauschen, dann haben Sie das Gefühl und dann können Sie die Frage beantworten. So viel Arbeit bin ich gar nicht gewöhnt. Kann ich mir vorstellen, ich lese Ihre Zeitung ja auch. Ja, danke. Und dabei war ja der Start 1979 bei Ihnen mit viel Überzeugung verbunden. Ne? Also ich glaube, das war so ein bisschen nach dem Motto, Sie haben sich nicht rechtzeitig weggeduckt oder wie kann man das formulieren? Ja, man merkte mir meine Unerfahrenheit an, als ich das Amt noch nicht hatte. Denn der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse hier in Dortmund, der Karl-Heinz Sternkopf, der lud mich zum Essen ein, war Anwalt. Praktizierender Anwalt hier in Dortmund und wunderte mich eigentlich, mein Konto war eigentlich in Ordnung. Konnte mir das gar nicht vorstellen, was er wollte. Und dann kam der mit diesem unsittlichen Ansinnen an. Habe ich gesagt, kommt für mich nicht in Frage und hatte ich mich auch vorher nie mit beschäftigt. Und ich war auch gar nicht Mitglied bei Borussia Dortmund, ich war Mitglied bei Eintracht Dortmund nebenan. Stammverein, TSC. Genau, vorher DSC 95. Bin ja heute noch Mitglied und dann zum Schluss habe ich dann gesagt, also folgendes Fazit, ich mache das nicht, aber wenn Sie keinen finden, können Sie nochmal anrufen. Oder? 5 Minuten später klingelt das Telefon. Die wussten Bescheid. Nein, aber 5 Minuten später hat er sich mit seinen Leuten vom Wirtschaftsrat getroffen und hat gesagt, wir haben eine. Aber er weiß es noch nicht. Ja, mittlerweile dann auch 40 Jahre Mitglied bei Borussia Dortmund. Also das war quasi der Start. Und jetzt nochmal für 3 weitere Jahre im Amt bestätigt. Was haben Sie sich persönlich vorgenommen für diese 3 Jahre? Ja, genauso weiter zu arbeiten, wie das bisher der Fall gewesen ist. Mit allem, was ansteht und mit allen Dingen, wo man gefragt ist und zum Beispiel jetzt
steht die Sanierung und Neuorientierung unseres Borussiaums an. Das ist eine sehr, sehr gute und sehr subtil angegangene Aufgabe, die von Reinhold Luno, unserem Schatzmeister, da speziell gemacht wird. Aber man ist ja auch erfordert, man ist ja gefordert bei Fragen. Man ist als Präsident ja auch Vorsitzender des Beirates und Vorsitzender des Präsidialausschusses des Beirates und arbeitet mit dem Wirtschaftsrat zusammen, mit all den wirtschaftlichen Dingen, die eine Rolle spielen, insbesondere die Budgetgenehmigung für die Bundesliga-Abteilung. Und dann haben wir natürlich auch unsere Abteilungen, um die man sich auch kümmern muss, was ich auch gerne tue. Unsere Handballabteilung, die wir aus der Insolvenzmasse heraus gelöst haben, denn die KGA durfte sie nicht mehr 2005 halten, weil es eine Verlustabteilung ist und die Gläubiger haben damals gesagt, alles was Verluste macht, muss weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, die Handballabteilung der Frauen, die haben bieder und sauber gearbeitet als Amateurabteilung, die können nicht darunter leiden, dass woanders die Dinge nicht so gemacht worden sind, wie es vielleicht besser gewesen wäre. Dann haben wir die in den eingetragenen Verein reingezogen und heute sind die auch in dem eingetragenen Verein mit einem Sponsorenpool damals. Bin ich sehr dankbar diesen Leuten, denn sonst hätte es die Handballabteilung auch nicht mehr gegeben. 3 Jahre lang haben die Sponsoren Gelder eingezahlt und verlässlich eingezahlt und heute sind sie Tabellenführer in der Frauenbundesliga und ungeschlagen. Eine echte Titelchance. Ja, ungeschlagen Ende des Monats. Ich glaube, am 27. Dezember kommt der amtierende deutsche Meister zu dem Spitzenspiel. Mhm. Und die Mannschaft ist toll, der Trainer ist toll und die macht Spaß. Genauso wie die Tischtennisabteilung auch, die auch jetzt, die haben jetzt einen 13-jährigen Jungen, gehörlos, der 3-mal deutscher Meister geworden ist. Und unsere Blindenabteilung, unsere blinden Sportler, Männer, Frauen, haben jetzt auch eine Jugendabteilung. Das ist alles organisatorisch nicht so ganz einfach, aber das werden wir machen und das werden wir auch weiter ausbauen. Also diese Dinge, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die man so hat mit einem Mitgliedervolumen von 160.000. Das muss man sich vorstellen, das ist ja doch schon eine gerade angehende Großstadt. Und Schalke wieder überholt neulich, ne? Also Schalke und BVB waren da so Kopf an Kopf und jetzt liegt der BVB wieder vorn. Das haben Sie auch auf keiner Mitgliederversammlung von mir gehört, dass ich irgendwann gesagt habe, und Schalke 04 ist mit 3 Punkten hinter uns. Also da, ich akzeptiere und respektiere jeden Bericht, aber immer wenn ich immer nur höre, und Schalke 04 in der E-Jugend wieder hinter uns, und das brauchen wir nicht. Das war mal eine Zeit, da hat das geholfen. Auch das Selbstwertgefühl, was also schwer unten lag, aber ich glaube, das hat sich längst erholt. Ich meine schon. Das Selbstwertgefühl ein bisschen erholt, ja. Gibt es denn Momente, wo Sie merken, da stößt auch Borussia Dortmund in seiner Entwicklung schon an Grenzen? Naja, bei Zuschauerzahlen haben wir es ja nun. Wir deckeln ja die Dauerkarten bei 55.000. Warum? Weil bei 81.000 ist Schluss und wir könnten viele Spiele mit deutlich mehr Zuschauern austragen. Und man muss dann immer gucken, wenn man 75.000 Dauerkarten verkauft, was wir auch könnten, wir haben eine solche Reserveliste und Warteliste. Wenn dann aber irgendwann eine Situation kommt, wo die Leute dann sagen, ach nee, vielleicht setze ich mal 3 Jahre aus oder so, dann haben sie nicht das Reservoir, um die Dauerkarteninhaber dann sofort spontan ansprechen zu können, weil die dann natürlich auch sie gerne machen würden. Also deswegen, da sind wir an Grenzen gestoßen, keine Frage. Wir haben das Trainingsgelände jetzt, dadurch haben wir diese Grenzen, die wir auch hatten. Ich kann mich noch zu meiner, zu Beginn der dritten Amtszeit, da hatte ich ja auch die Verantwortung für die Bundesligamannschaft übernommen. Da haben wir trainiert da draußen.
hinter der Westtribüne. Da, am Rabenloh. Am Rabenloh, wo jetzt die Evonik Fußballakademie. Genau. Und, ein bisschen Frost, da war da kaum Training möglich damals auf den Plätzen. Ganz schwierig und das ging aber alles. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo wir die Mannschaft auch bei Wind und Wetter in einen Bus gesetzt haben und sind nach Marten gefahren oder nach Homburg und haben da hospitiert und waren froh, dass die uns, oder die Stadt dieses Jahr dann, uns da hat spielen lassen und so weiter. Also da, diese Grenzen haben wir überwunden. Und haben Sie eigentlich nach über 20 Jahren als Präsident auf dem Schirm, wie viele Trainer Sie erlebt haben in der Zeit? Wie viele BVB-Trainer? Also ich verrate Sie Ihnen gleich natürlich. Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie nicht gesagt haben, wie viele Trainer Sie entlassen haben. Damit habe ich nämlich angefangen, 1979. Ja. Schätzen Sie? 40. 40? Ja. Na, wir sind nur auf 16 gekommen. Aber auch das ist eine Menge. Schauen Sie mal, wir haben es versucht mal zusammenzubringen. Sie sagen uns, wenn jemand fehlt. Reinhard Saftig oben links. Ist das Ihr Ernst, dass Sie da den Favre da drin haben? Ja, der ist ja auch noch da. Ach so, verpflichtet. Nicht. Es geht nicht um... nicht, dass Gerüchte entstehen. wir müssen jetzt nochmal zurückspulen, ob du es falsch formuliert hast. Nein, also... um es zusammenzufassen, eine illustre Schar an bekannten Namen. Welcher ist Ihnen denn so ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Wer hatte so seine ganz besonderen Eigenarten womöglich? Ganz große Namen dabei. Ne? Also Udo Lattek. Lass das ruhig nochmal stehen, das Bild, bitte. Ja, wenn nicht. So. Ja, oben rechts Udo Lattek. Ja, da kommt ja schon der erste berechtigte. Da geht es wieder an die Qualität Ihrer Arbeit. Wo haben Sie den Matthias Sammer denn? Ja, war der Trainer, als Sie Präsident waren? Nee, nur wenn ich, als ich Präsident war? Also, okay. War er nicht. Also, das war zu anderer Zeit. Also, okay, dann habe ich jetzt, haben Sie Ihre Arbeit doch toll gemacht. Aber bekannte Namen wie Paul Czernay, Udo Lattek, Kalli Feldkamp. Ja. Wer ist Ihnen so ganz besonders? Ja, Udo. Udo, weil ich mit ihm auch befreundet war. Und Erich Ribbeck. Ja, Jürgen Klopp, das sind so die herausstechen, würde ich sagen, ja. Auch immer sehr... Branko Cevic auch. Einer, der den Fußball modernisiert hat, ne? Branko Cevic auch. Ja. Also der hat die echte Raumdeckung eingeführt und da kann ich mich noch erinnern, das war genau um diese Zeit, Anfang Dezember, da bin ich mal eine Woche... zum Skifahren in die Alpen gefahren nach Österreich und dann schrieb ein Kollege aus einer anderen Zeitung, Dortmunder Zeitung, wie ist das möglich, dass der Präsident in Urlaub fährt, während die Mannschaft hier schwächelt. Und das war die Situation mit Branko Cevic. Der Branko hat die Mannschaft umgestellt, hat die Taktik umgestellt. Wir haben damals eine tolle Mannschaft gehabt und bin zurückgekommen aus dem Urlaub. Nach drei Tagen habe ich dann meinen Jahresurlaub abgebrochen und habe die Mannschaft zusammengetrommelt, Trainer und so weiter, und habe gesagt, pass mal auf, Freunde, ich habe heute gelesen hier oder gestern, vorgestern gelesen, wie kann das nur sein, dass der, ich bin jetzt wieder da, aber es ändert sich gar nichts. Und seht zu, dass er Samstag gewinnt. Dann haben die Leute wieder was zu schreiben gesagt, kaum kommt der Präsident wieder, gewinnen sie. Also es ist eine Win-Win-Situation. Aber drei Tage Urlaub ist für Sie schon eine Menge, ne? Ja, nicht aus Dortmund. In diesem Jahr habe ich gar keinen Tag Urlaub gemacht und im letzten Jahr eine Woche. Ja. Aber ich war da auch ganz zornig drüber. Es ist ja nicht so, dass das ein Hobby von mir ist, keinen Urlaub zu machen. da kam ja dieses Interregnum beim DFB dazwischen und ich hatte mir so einen schönen Sommer ausgemalt und genau da kam dann ja der Rücktritt von Reinhard Grindel und dann schwupp, war ich wieder eine Reihe höher. Und
da war auch genug zu tun. Das Thema ist ja jetzt durch, das heißt die Ämter bei der DFL und beim DFB haben Sie abgegeben. Das heißt, fürs nächste Jahr haben Sie 30 Tage Urlaub geplant oder wie muss man sich das... Habe ich zur Verfügung, ja. Zur Verfügung. Aber ist es denn wirklich so, dass Sie jetzt wirklich mehr Freizeit haben oder investieren Sie die Zeit, die da gebunden war, jetzt einfach intensiver noch in den BV? Hören Sie mal, in der letzten Woche. Sonntag Mitgliederversammlung, Montag Aktionärsversammlung, Dienstag Barcelona, Mittwoch Barcelona, Donnerstag Barcelona, Freitag... Donnerstagabend noch eine Buchvorstellung. Donnerstagabend noch eine Buchvorstellung. Sehen Sie, ich kenne den Kalender gut. Genau. Samstags wieder nach Berlin. Und dann in dieser Woche 4 Weihnachtsfeiern und gestern wieder eine Buchvorstellung mit Wolfgang Paul. Da sind wir froh, dass Sie heute für uns Zeit haben. Ja, da hatte ich ja zugesagt und das ist einer meiner Eigenschaften, dass ich Zusagen halte. Langeweile? Sie meinen Langeweile, um meine Zusagen zu halten? Oder? Nein, ich wollte den Applaus natürlich nicht unterbrechen. Ich wollte eigentlich fragen, Langeweile existiert in Ihrem Wortschatz nicht wirklich? Nein, nein. Und wenn ich Freiräume habe, weiß ich die auch auszufüllen. Und ich mache auch gern Sport. Was ich Sport spielt für Sie eine wichtige Rolle, ne? Also ja, auch jetzt in der persönlichen Fitness. Also wenn ich den ich habe das für mich so definiert, diese Tätigkeiten, die ich gemacht habe und diese emotional so anstrengende Dinge, die ich da gemacht habe, die sind nur gesundheitlich durchzuhalten, wenn man körperlich fit ist. Und wenn man seinen Körper regelmäßig hochschießt, Kreislauf hochschießt, mindestens 3-mal in der Woche, wenn es eben geht, sonst nimmt man einen gesundheitlichen Schaden und den habe ich bisher noch nicht genommen. Dass das bei Ihnen auf jeden Fall funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ich schicke vorweg, gucken Sie genau hin. Es geht quasi blitzschnell, aber da sieht man, dass Dr. Rauball fitter ist, als ich es je war. Zack, Fleck, muss nochmal. Handstand, Überschlag auf der Bühne. Ja, können Sie die Geschichte kurz erzählen? Ja, das war mit dem Boris Pistorius, dem Innenminister von Niedersachsen, eine Veranstaltung in Hannover mit der Frau vom Norddeutschen Rundfunk, die die Talkshow da macht. So eine hübsche, gut aussehende mit langen Haaren. Meine Frau macht doch die Talkshow gar nicht. Jedenfalls fragte sie mich, ob ich immer noch einen Handstand-Überschlag mache, wenn ich ein Tor schieße. Das war so eine Aussage von mir und das war auch zeitweilig so. Nur dann nahm die Zahl der Tore überhand und habe ich dann irgendwann mal gesagt. Ist zu riskant. Gut, fragte sie auch, machen Sie das heute noch? Ja, habe ich gesagt, das würde ich auch hier auf der Bühne machen. Das war so eine Bühne, würde ich auch hier auf der Bühne machen, aber... Ich brauchte erstens ein paar Turnschuhe und zweitens welche von unserem Sponsor von Borussia Dortmund, also Puma. Das war um 20 Uhr abends, da habe ich mir doch gedacht, da bist du auf der sicheren Seite. Hat nicht funktioniert. Plötzlich kamen Sportschuhe. Wir unterhalten uns da und unterhalten uns da und plötzlich, ich denke, was ist denn hier? Guck, da stehen da gelbe Puma-Schuhe. Genau. Ach du lieber Gott. Das war so eine Bühne wie hier, aber eine Holzbühne. Ich denke, wenn du da durchsackst. Aber zugesagt ist zugesagt, hatten wir gerade schon mal. Krawatte ab, Jacke ausgezogen, Anlauf genommen. Der Martin Kind saß da auch. Der sagt, Herr Rauber, sind Sie verrückt, lassen Sie den Quatsch. Mach ich schon. Nein, richtig verrückt, muss das sein. Und dann kam schon die haben alle mitgefilmt da, das habe ich natürlich auch nicht ausgerichtet. Ja, habe ich gemacht und habe mich dann wieder hingesetzt und habe meine Krawatte umgewunden, Jacke angezogen und weitergemacht. Als wäre nichts gewesen. Ja, war ja auch nichts. Aber Sie sind auch, glaube ich, immer noch Ihrem Stammverein, im TSC, treu geblieben. Das heißt, da spielen Sie nach wie vor auch noch Fußball? Ja, klar. Und
Ja, das ist dann bestimmt auch eine Truppe, die sich schon sehr lange dann kennt, ne? Oder? Jeden Freitagabend 21 Uhr, da meine ich, da müsste auch jeder, der viel zu tun hat, irgendwo Zeit haben. Also Flutlicht. Ja, was denn sonst? Im Sommer nicht so, aber im Winter, Winter sicher, allemal jetzt, ne? Klar. Und das ich bin ja schon froh, dass Sie nicht fragen, ob in der Halle oder draußen. Also, draußen ist ja klar. Ja, Tennis aber in der Halle. Im Winter. Im Winter. Ja, und auch noch nach wie vor gerne. Ja. Und auch gerne mal gegen DD? DD, also wir auch mit DD. ja, da werde ich ja mal nachgefragt. Der Lothar Huber ist bei mir in der Mannschaft. Ja. Hallo. Wir begrüßen an der Stelle Rafael Guerrero, Marvin Hitz, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Aber Leonardo Dede hat uns besucht und hat zumindest etwas behauptet, was wir nicht verschweigen wollen, und zwar das hier. Genau, ich spiele noch manchmal gegen Herrn Raubal Tennis, er ist der Präsident, also lasse ich ihn auch der mal gewinnen. Der soll kommen, der Bursche. Ich habe mindestens 20 glaubwürdige Zeugen, die das Spiel mitgesehen haben. Und der hat so einen auf die Nuss gekriegt, wollte ich gerade sagen. Ja. Hat er denn überhaupt ein Spiel gewonnen in den beiden Sätzen? Oder war es eine Höchststrafe für die? Nein, das nicht. Es war schon ein ansehnliches Spiel, glaube ich. Also er hat es ganz gut gemacht. Hat er hat sich bemüht. Ja, er war stets bemüht. Aber er hat verloren, ne, damit das klar ist. Er sagt absichtlich, aber Sie behaupten das Gegenteil. Er wäre doch kein Sportler, wenn er absichtlich verlieren würde. Und ich wäre kein Sportler, wenn ich das zulassen würde. Das merkt doch jeder, der da irgendwo da spielt, wenn da so ein paar Dinge ins Ausgehen, die da normalerweise nicht hingehören. Also nee, der soll kommen. Beim nächsten Duell filmen wir dann mit, dann ist es auch ein Beweis für die Ewigkeit. Bevor wir Sie entlassen. Aber ganz feiner Kerl. Ne? Ja, absolut. Also beim Besuch. Ansonsten ganz feiner Kerl. Ja, und der hier auch hängen geblieben ist. Ne? Also ja, als Brasilianer hier hängen zu bleiben, ist ja auch jemand, der Anlaufschwierigkeiten hatte und bei der gefrorenen Scheibe erst dachte, sie sei kaputt. Ja. Und mittlerweile Dortmund als seine zweite Heimat sieht. Spricht erstens für Dortmund und zweitens für den BVB. Und die Leute, die in Dortmund leben. Das Weihnachtsfest naht und bevor wir Sie entlassen, natürlich nicht ohne einen Wunsch. Weihnachten ist ja auch Ihr Geburtstag, also wer ein Geschenk vorbeibringen will, erster Weihnachtstag, Dr. Raubal freut sich. Aber vorher dürfen Sie natürlich noch einen Wunsch äußern, einen sportlichen, das wäre uns am liebsten. Kommen wir mit dem Bild hier einem sportlichen Wunsch am nächsten, sowas nochmal zu erleben? Wir müssten den Captain auswechseln und da ist die Idee auch wieder. Die Schale? Ja. Die Schale muss die gleiche sein, das ist so. Ja, ja. Das ist. Die Schale nochmal an die Mannschaft überreichen, das ist ein Top-Wunsch von mir innerhalb der nächsten 3 Jahre, klar. Und die Champions League zu erreichen, ist fast gleichrangig. Den Champions League-Titel, oder? Die Champions League, die Qualifikation für die nächste Runde im nächsten Jahr. Dann drücken wir die Daumen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Sagen Dank. Herzlichen Dank an Dr. Reinhard Raubal für den Besuch bei uns heute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das war uns eine Freude. Da gibt es unsere obligatorische 1909-Torte. Jo, in der Weihnachtsedition. Ja. Überragend. Vielen Dank, Herr Raubal. Alles Gute. Alles gut. Schönen Abend noch. Ich darf mich an das Verzehren der Torte machen. Ja, guten Appetit. Dabei. Danke. Dankeschön. Und Reinhard Raubal hat unsere nächsten Gäste ja schon angekündigt und das heißt, wir freuen uns jetzt auch in dem Moment bei 1909 der Schwarz-Gelbe Talk auf unseren nächsten prominenten Gast. Bitteschön, wir stellen ihn kurz vor. Unser
nächster Gast wird im zarten Alter von 9 Jahren vom FC St. Gallen entdeckt und bleibt anschließend 12 Jahre lang beim Schweizer Traditionsverein. 2008 wechselt er in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Richtig durchstarten kann Marvin Hitz dann aber erst seit 2013 in Augsburg. Hier entwickelt sich der sympathische Schweizer zur absoluten Nummer 1 und schafft den Sprung in den Kader der Nationalmannschaft. 141 Mal steht er für Augsburg zwischen den Pfosten und erzielt sogar ein Tor. Er ist dort die unumstrittene Nummer 1. Dann der Wechsel 2018 zum BVB. Bei den Borussen ist Hitz die Nummer 2, hinter Landsmann Roman Bürki. Aber wenn er gefordert wird, ist er zur Stelle. Privat ist der 32-Jährige durch und durch ein Familienmensch, der auch gerne seinen Kindern seinen Arbeitsplatz, das Stadion, zeigt. Herzlich willkommen, Marvin Hitz. Guten Abend, Marvin. Schön, dass du da bist. Danke schön. Das ist unsere Autogrammtafel und wir würden dich bitten, du kannst dich natürlich direkt über Roman Bürki setzen. Wunderbar. Danke dir. Es ist gute Sitte bei 1909, dass wir am Anfang unseren Gästen kurze Schlagworte geben, beziehungsweise Halbsätze, die die Gäste vervollständigen. Ich würde es gerne mal mit dir probieren. So weit weg von den Schweizer Bergen. Ja, es ist sicherlich einfach, weit weg von der Heimat zu sein, aber wir haben uns hier sehr gut eingelebt. Wenn ich ein Gegentor kassiere? Ja, dann ärgere ich mich, dann mache ich mir kurz Gedanken drüber, sammle mich und dann, ja, das Spiel geht weiter. Sollten meine Kinder einmal Schalke-Fans werden? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier sein werde. Ich denke, wir werden irgendwann in die Schweiz zurückkehren und werden die das Wort nicht mehr hören. Herzlich willkommen in unserer Runde. Marvin, komm zu uns auf die Bühne. Hallo und herzlich willkommen. Nimm Platz bitte. Ja, und wir möchten starten mit dir und einem Zitat, und zwar von BVB-Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber. Der hat nämlich das hier über dich gesagt. Er hat die totale Ruhe, das ist seine große Stärke und er ist immer sofort da, wenn er gebraucht wird. Diese totale Ruhe, ist die in die Wiege gelegt? Kann man sowas lernen? Kann man sicher dran arbeiten, ist natürlich auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Aber ja, ich denke schon, dass das ganz gut für mich ist. Klar kann ich auch aus mir rauskommen, aber das Wichtige ist schon, dass man immer die Ruhe bewahrt. Was, oder gibt es überhaupt etwas, was dich aus der Ruhe bringen kann? Ja, außer Kinder nachts um 2, die schreien vielleicht? Ja, nee, da bleibe ich dann auch ruhig. Aber klar, die Kinder bringen einem schon mal aus der Ruhe und auch im Sport, da gehören Emotionen dazu. Trotzdem geht es dann immer weiter. Wenn du sagst, kann man daran arbeiten, also ist es wirklich auch etwas, an dem du gearbeitet hast? Also mentale Stärke, für einen Torhüter ja auch extrem wichtig, in der Situation immer auf dem Punkt da zu sein. Kann man das trainieren? Ja, also es ist sicher auch so, dass man das Gehen auch haben muss, weil am Schluss Torhüter scheitern oft dann auch an der mentalen Stärke. Es gibt viele gute Torhüter, es gibt viele, vor allem in Deutschland, viele Torhüter, die im Training Top-Leistungen bringen, Tag für Tag, aber es beim Spiel dann nicht auf den Punkt bringen und klar. Druck zu hoch? Genau, oder zu viele Gedanken, weiß was ich. Und klar kann man daran auch arbeiten, aber das ist natürlich schon auch so, dass man da ein bisschen reinwachsen muss. Und das, ja, ich denke schon, dass das mir dann hilft. Jeden Tag genauso hart zu arbeiten wie die Nummer 1, aber zu wissen, ich bin die Nummer 2, wie hart kann das manchmal sein? Ja, meistens arbeitet man sogar härter. Ja, ist es so? Ja, nee, das ist schon, ja, das ist sicher schwer. Ich wusste, als ich hierher kam, dass es für mich ein großer Schritt ist, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Ich denke, ich wusste auch, dass es im ersten Jahr sehr schwer wird. Die Entscheidung dann im ersten Jahr war auch viel einfacher zu verstehen, wie jetzt in diesem Sommer, weil ich viel an mir gearbeitet habe, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mich verbessert habe in vielen Dingen. Weil einfach das Trainingsniveau natürlich höher ist wie in einem anderen Verein. Und das bringt einem natürlich auch oft zum Nachdenken, wenn man viel arbeitet.
Aber ich meine, das ist auch ein Job und das gehört dazu. Ich wusste es, dass es schwer wird und ich werde auch weiterarbeiten. Wie schaffst du das, die Motivation dann in solchen Momenten trotzdem am oberen Level zu halten, wenn du weißt, ich kann hier im Grunde am Maximum, am oberen Limit jeden Tag arbeiten, aber ich sitze dann am Wochenende trotzdem auf der Bank? Ja, man hat schon auch immer wieder die Hoffnung auch, dass man Spiele kriegt, dass man Spiele bekommen wird durch gute Leistung auch im Training. Und ja, das ist der Beruf, das ist eine gewisse Einstellung, die man schon mitbringen muss. Daran scheitern auch viele Sportler und daran kann man auch arbeiten und das mache ich und ich gebe immer mein Bestes. Dann. Das heißt, du siehst dich auch gar nicht als Nummer zwei, sondern als ständiger Herausforderer? Ja, ich kann jetzt nicht leugnen, dass ich Stand jetzt die Nummer zwei bin. Das ist klar, wenn man die Spiele nicht spielt, wenn der eine Torwart gesund ist, dann ist man die Nummer zwei. Aber trotzdem muss man natürlich dran glauben, dass man auch, ja, wenn man sich verbessert, dass man irgendwann vielleicht die Nummer eins ist. Und das gibt mir dann auch, ja, die Kraft oder die Motivation. Weil du hättest ja auch einen leichteren Weg gehen können und sagen können, also ich suche mir einen anderen Verein, da bin ich die Nummer eins. Du warst die Nummer eins und bist ja extra zum BVB gegangen. Hast du es dann in der Situation irgendwann mal bereut oder hast du darüber nachgedacht, gegrübelt und gesagt, na, vielleicht hätte ich mich doch auf eine sichere Nummer eins begeben sollen? Ja, es wäre sicher die Möglichkeit da gewesen. Ich habe ja auch nicht so viel gekostet. Ich war ablösefrei und das ist im Fußball oft ganz gut für den Spieler selber. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, aber schlussendlich stehe ich immer noch zu 100% zu dieser Entscheidung, weil ich auch merke, dass ich mich nochmal verbessert habe, was in meinem Alter auch viele nicht wollen und viele nicht mehr schaffen. Und deswegen bin ich mir immer noch zu 100% sicher, das ist ja die richtige Entscheidung. Der Schärfer hat das schon mit 20 nicht mehr geschafft, sich irgendwie zu verbessern. Also das geht auch in jungen Jahren bei dem einen oder anderen schon los. Ich habe mein Niveau immer konstant oben gehalten. Ja. Wenn man natürlich sehr hoch einsteigt, ist es schwer, noch besser zu werden. Dieser Moment, plötzlich ist er da, man muss plötzlich rein als Ersatztorhüter und man muss plötzlich da sein, sofort funktionieren. Ich kann mir vorstellen, da gibt es doch automatisch ein Problem. Das Timing kann nicht so sein, die Abstimmung mit der Abwehr kann nicht so sein, als würde ich als Torhüter seit 15 Spielen hinter dieser Abwehr stehen. Wie gehst du mit dieser Thematik um? Ist das in der Tat dann eine besondere Herausforderung? Ja, das ist schon eine Herausforderung. Es kommt natürlich darauf an, wie lange das letzte Spiel her ist. Wenn es 2 Wochen ist, dann macht das gar nichts. 3 Wochen ist gefühlt auch noch ziemlich klein, die Zeit, wo du nicht gespielt hast. Aber wenn du dann 2 Monate nicht spielst, wenn dann ein wichtiges Spiel vor der Nase steht, dann macht man sich schon Gedanken, wie gehst du in das Spiel rein? Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann kann man sagen, ich möchte einfach ein solides Spiel machen. Ich gehe kein Risiko ein, spiele aber vielleicht nicht mein bestes Spiel. Spiele auf zum Beispiel Fehlerminimierung. Ich will der Mannschaft einfach nur eine Hilfe sein. Dann gibt es die Möglichkeit, ja, ich will mich auch beweisen. Es ist ja auch so, dass du dich dann zeigen willst, dass du nicht nur der Ersatz bist, sondern dass du auch eigentlich das Spiel spielen könntest. Und dann gehst du natürlich ein bisschen mehr ins Risiko, weil natürlich die Abstimmung oder die Spielpraxis nicht da ist. Und das musst du dann für sich selber entscheiden. Und ja, ich sage immer, Fehler passieren jedem. Fehler kann, ist ein Torwart, das gibt. Aber du scheinst diese Momente ja gut hinzubekommen, denn wenn ich die Statistik nicht falsch gelesen habe, dann bist du noch ungeschlagen im BVB-Trikot. Wenn du dann spielen durftest, 10 Siege, glaube ich, 1 Unentschieden, das sind doch keine so schlechten Argumente. Ja. Dankeschön. Das war zum Beispiel auch einer dieser Gründe, warum ich mich für Dortmund entschieden habe, weil man hier einfach auch mehr Spiele gewinnen kann. Aber in Augsburg gab es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen im Tor. Da kommt ja doch ab und zu noch mehr auf die Kiste als in Dortmund. Ich denke, durchschnittlich gesehen, klar. Aber ich glaube, ich konnte auch in den Spielen jetzt das ein oder andere, ein oder andere halten. Ich erinnere mich. Wie wichtig ist dir dann, wenn du spielst, auch im eigenen Stadion spielst, der Rückhalt der Fans? Wie sehr spürst du, dass sie auch Vertrauen in dich als eigentliche Nummer zwei haben, dass du das Ding schon rocken wirst, dass du das Ding schon machen wirst? Ja, es ist klar, wenn du dann neu in den Verein kommst, noch kein Spiel gemacht hast und dann das erste Spiel war, glaube ich, dann das erste Bundesligaspiel gegen die Bayern, ist da die Leute nicht voller Vertrauen strotzen, wenn die dich anschauen, ist völlig normal. Das muss man wissen und ich wollte einfach dann, ja, du musst dir das Vertrauen auch erarbeiten und
ja, das versuche ich dann auch zu machen. Wie erlebst du den Kontakt zu den Fans? Bist du jemand, der problemlos auf Menschen zugeht? Was kommt da zurück? Wie ist es so bei dir? Ja, ich denke, ich bin schon eher der zurückhaltendere Mensch, aber wenn jemand auf mich zukommt, dann bin ich auch sehr, sehr freundlich. Ich schaue gerne in die Kurve, zu den Zuschauern, suche auch immer mal wieder den Kontakt. Und ja, wenn man da hochschaut, ist das natürlich hier in Dortmund schon was sehr, sehr Spezielles. Mhm. Ihr seid ja jetzt erst später dazugekommen, deswegen die anderen kennen die Weihnachtsmarktrunde schon, die wir gefragt haben. Gerade haben wir ein paar Fragen zu Reinhard Rauber gestellt, aber wir haben die Dortmunder, die wir vor dem Mikrofon hatten, auch gefragt, was haltet ihr denn von Marvin Hitz? Und das waren die Antworten. Gut, ich kann den täglichen Trainingsbetrieb nicht beurteilen, aber Marvin Hitz strahlt schon eine Ruhe und Sicherheit aus. Also er ist meines Erachtens mehr ein Ersatz für Roman Bürki, mehr als ein Ersatz. Ja, auf jeden Fall. Also bis jetzt war immer Verlass auf ihn. Ne? Hat also gute Leistung gebracht und ist auch zuverlässiger Torwart. Ne? Hitz wäre auch Bürki. In der Leistung sind die etwa gleich, ne? Würde ich sagen. Ja, finde ich in Ordnung. Also Roman Bürki, Marvin Hitz, das hält sich die Waage. Und Marvin Hitz, ja, war ich überzeugt, auch von den Leistungen, die er gezeigt hat, ja. Genauso gut wie der Bürki, das Gürkli. Also ich habe nur nicht verstanden, wo er drin war, die zwei Spiele oder drei, dass er dann nicht drin gelassen hat. Ich weiß nicht, ob er krank war jetzt. Aber man hätte ihn auch gerne gesehen, war auch nicht schlechter. Man hat ja noch nicht viel von ihm gesehen, aber wenn er da im Tor gespielt hat, dann war er immer zuverlässig, war immer gut. Ja, Marvin Hitze hat damals, als er von Augsburg nach hier gewechselt ist, diese Rolle komplett angenommen, hat gesagt, ich kann jetzt zu einem recht großen Verein wechseln, muss mir im Klaren sein, dass ich zweiter Mann bin, aber wenn ich gebraucht werde, muss ich da sein. Und diese Rolle füllt er super schön aus. Er ist jemand, den man im Hintergrund nicht hört, der nicht mosert, der einfach nur, wenn er gebraucht wird, da ist und seine Rolle hervorragend ausfüllt. Ja, also eine Bestätigung für deine Mühe. Schon, ne? Also kannst du zufrieden sein mit dem, was die Dortmunder so über dich denken. Hört sich gut an. Ne? Warst du schon auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt? Dieses Jahr noch nicht, letztes Jahr waren wir schon. Okay. Aber wir hatten bis jetzt wirklich keine Zeit. Aber wir hatten noch nachgeholt. Ist ja noch ein bisschen. Aber bevor ihr gleich geht, wir könnten dir natürlich das Video mitgeben und du reichst es morgen an den Trainer weiter. Können wir gerne machen. Ja, kannst du machen. Sie haben ja gesagt, fast so gut wie Bürki, genauso gut, könnte genauso gut spielen. Gibt es für dich ein Vorbild als Torwart, an dem du dich orientierst, früher vielleicht in jungen Jahren orientiert hast? Ja, ich habe immer versucht, so gewisse Dinge von anderen Torhütern auch rauszusuchen. Und ja, jetzt in meinem Alter ist es natürlich mit den Vorbildern, da wächst man ein bisschen raus. Trotzdem orientiere ich mich schon an Menschen oder auch an Torhütern, die auch in meinem Alter dann sich nochmal weiterentwickelt haben, weil das auch mein Ziel ist. Und dann auch an Torhütern, die ziemlich lange Fußball gespielt haben, auf ihren Körper geachtet haben und immer topfit geblieben sind. Ja. Du hast gerade die deutschen Torhüter sehr gelobt, aber die Schweizer sind ja nun auch eine Bank. Wir erleben ja nun auch die Top-Leute in der Bundesliga mit dir, mit Roman Bürki, mit Jan Sommer. Was macht die Schweizer Torhüter so stark? Ist es die Ausbildung in der Schweiz der letzten 15 Jahre, die sich da sehr fokussiert hat? Oder woran machst du es fest? Oder haben wir euch vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt? Die spielen wir euch auf. Er kommt drauf an, in welchem Tor man steht. Nur eine Halbzeit. Ja, also es ist schon so, dass man sagen kann, dass wir mittlerweile viele gute Torhüter haben. Mhm. Muss natürlich schon auch an der Ausbildung liegen, denke ich. Ich bin ja ziemlich früh nach Deutschland gewechselt, was für mich ein Riesenglück war, weil man mir das in der Schweiz nicht zugetraut hat. Musste ich dann über Felix Magath einen Umweg machen und das war für mich dann eigentlich, ja, das hat meine Karriere schon auch gerettet, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwann dann gesagt, ja, in der Schweiz 100% Fußball, ich habe eine Ausbildung gemacht, dann würde ich sicher nicht hier sitzen, aber dass die Schweizer wirklich gute Torhüter haben, das ist, glaube ich, statistisch bewiesen und jeder macht einen guten Job.
Wann stand für dich fest, schon so früh mit den 9 Jahren, die wir gerade im Einspieler hatten, Tor ist genau das Richtige für mich, oder hattest du ganz andere Ambitionen möglicherweise als kleiner fußballspielender Junge? Ja, ich habe schon auch im Feld angefangen, aber irgendwann wurde ich dann wirklich auch ins Tor gestellt und ich glaube, mit 10, 11 war ich dann eigentlich schon im Verein, immer im Tor. Klar, wenn du mal mit einem Freund im Fußball gespielt hast, dann durfte ich auch mal in den Sturm. Jetzt, Marvin, holen wir noch einen Kollegen von dir auf die Bühne. Der steht nicht im Tor, jetzt würdest du sagen, zum Glück, denn der ist ja auf dem Feld viel, viel besser als im Tor. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Und wir schauen uns natürlich auch da einmal in der Audioslide an, mit wem wir jetzt sprechen. Unser nächster Gast ist ein sportlicher Hochkaräter. Rafael Guerreiro ist amtierender Europameister und Nations League-Sieger mit Portugal. In der Nationalelf hält er auf der linken Seite Cristiano Ronaldo den Rücken frei. Aber Rafa, wie er von seinen Mannschaftskollegen nur genannt wird, ist viel mehr als ein Abräumer und Linksverteidiger. In Frankreich aufgewachsen, wechselt der Sohn einer französischen Mutter und eines portugiesischen Vaters 2016 vor seinem ganz großen Durchbruch aus Lorient zum BVB. Für 12 Millionen Euro. Ein echtes Schnäppchen. Denn sein Förderer Thomas Tuchel hat auch den Offensivspieler und Torschützen in ihm geweckt. Im vergangenen Sommer hat er lange mit einer Vertragsverlängerung beim BVB gezögert, da er längst auch auf dem Zettel anderer Spitzenteams steht. Dann hat er sich doch für eine Zukunft in Schwarz-Gelb entschieden. Warum? Das wird er uns erklären. Herzlich willkommen, Rafael Guerreiro. Herzlich willkommen, Rafa. Ein Autogramm bitte. Vielen Dank. An deiner Seite Elisa Roma. Sie wird für uns heute dolmetschen und freuen uns, dass ihr beide da seid. Auch für dich ein paar Schlagworte, die du bitte vervollständigst. Frankreich oder Portugal? Frankreich. Wir brauchen gar keinen Dolmetscher. Non, j'ai dû la langue parler forcément français à la maison, parce que j'ai toujours appris à parler comme ça, mais dans mon cœur, portugais. Im Herzen portugiesisch, aber die Sprache ist französisch, deswegen Frankreich. Links verteidigen oder links angreifen? Défenseur gauche. Défenseur gauche, der versteht alles, ich kann gehen. Ja. Verteidiger, Linksverteidiger. Ja. Ah, also du würdest lieber hinten spielen, aus der Position, wo man dich auch nach Dortmund geholt hat. La position pour laquelle on t'a cherché à Dortmund. Ich muss mich ein bisschen. Okay, ja, es schaltet ein bisschen. Einen haben wir noch. CR7 oder MR11? Marco ou Cristiano? Marco, parce que c'est mon ami. Je suis tous les jours avec lui, donc forcément on crée des liens. Mais le champion, je pense que c'est Cristiano quand même. Also Marco ist ein Freund. Wir spielen täglich zusammen. Aber ja, Cristiano ist halt auch Vorbild. Vielen Dank. Wir gehen hoch und reden oben weiter. Kommt mit und nehmt Platz in unserer Mitte, bitte. Siehst du direkt? Gerne. Sehr gerne. Raphael, du hast deinen Vertrag, da waren einige doch überrascht, im Sommer doch noch verlängert in Dortmund. Warum hast du das gemacht? Alors j'ai prolongé mon contrat parce que je me sentais vraiment bien ici et j'ai senti que le coach voulait que je reste aussi et tout le staff également. Donc forcément je me suis senti attaché à ce club et voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir prolongé le contrat ici. Ja, der Coach war damit zufrieden, der Staff war zufrieden, die anderen Spieler waren zufrieden, deswegen ja, für ihn ist es eine Freude, weiter zu spielen, und das war die gute Entscheidung. Das klingt jetzt sehr diplomatisch. Es hieß, es wären große Alternativen im Raum gewesen mit PSG oder auch Barcelona. Wäre da nicht noch für dich ein Traum gewesen, doch möglicherweise eine neue Etappe in deinem Leben zu beginnen? Oui, il y avait d'autres clubs, comme le PSG ou le Barça qui était important. Donc, est-ce que t'as d'autres clubs qui t'ont inspiré? Ouais, je vais vous dire la vérité. Au début, je pensais vraiment quitter le club à la fin de la saison. J'avais déjà parlé avec les dirigeants du club. Mais voilà, après, je suis revenu sur mon choix et le club voulait absolument me garder aussi. Donc ça a conforté mon choix et je me suis senti vraiment bien ici et aimé. Donc voilà, je suis très content d'être là.
Ja, er wird Ihnen die Wahrheit sagen. Er, natürlich hat er sich auch geöffnet für andere Vereine, aber ja, er hat sich dann doch hier sehr geliebt gefühlt und der Coach war zufrieden und er bereut die Entscheidung gar nicht. Ja, Barcelona, Paris, da ist ja auch Dortmund touristisch am allerschönsten. Ja. Oui, touristiquement parlant, c'est très attractif ouais, c'est mieux, entre le Barcelona. Sag da nichts drauf. C'est une question ou pas? C'est une question. Ah, okay, pardon, ouais, forcément, c'est des villes plus touristiques et le soleil est un peu plus présent, par exemple, à Barcelone. Mais voilà, c'est pas ce qui fait le choix du club et l'amour pour le maillot. Ja, es ist ein bisschen sonniger in Barcelona und bestimmt auch attraktiver, aber das ist nicht das, was zählt, wenn man sich für einen Verein entscheidet. Was ist es denn, was für Borussia Dortmund ganz besonders zählt? Du spielst jetzt auch schon ein bisschen hier, du kennst die Fans, du kennst die gelbe Wand, du kennst die Emotionen in der Stadt. Was ist es, was dich am meisten hier in Dortmund beeindruckt? Oui, qu'est-ce qui te, c'est quoi qui te t'impressionne le plus à Dortmund? Qu'est-ce que c'est qui fait que le BVB, c'est l'équipe qui... Bah, ce qui m'impressionne le plus, c'est les joueurs qu'il y a forcément dans le club. Il y a beaucoup de talent et on progresse énormément ici. Et c'est pour ça que j'ai continué l'aventure aussi, parce que voilà, je pense que je peux encore progresser et c'est le cas cette année encore. Et surtout les fans qu'on a qui sont incroyables et quand on se retrouve face au mur à la sud-tribune, c'est juste incroyable. Et par exemple, ma famille, quand elle se déplace ici, ils sont tous impressionnés. Donc forcément... C'est tout l'ensemble, on va dire. Ja, also es ist ein großes Ganzes, aber natürlich ist es ein Verein, wo man sich verbessern kann, die Chance hat, sich wirklich zu entwickeln. Und die anderen Spieler sind ausschlaggebend. Außerdem, ja, die Fans, die gelbe Wand, das ist einfach unglaublich. Und wenn seine Familie ins Stadion kommt, dann, sie lieben es und sind absolut beeindruckt. Der Verein ist das eine, die Nationalmannschaft das andere. Wir haben gerade schon kurz über CR7, über Cristiano gesprochen. Wir sind ja unter uns, können ja ganz, ganz entspannt plaudern. Wie ist er so als Typ, wenn die Kameras aus sind? Oui, ils veulent savoir comment il est en dehors des caméras. Oui, comment il est en dehors des caméras. Et bien sûr, on est entre nous. Non, il est pareil dans la vraie vie. Il raconte beaucoup d'histoires et voilà. Moi, un joueur qui suis étranger, j'écoute beaucoup, forcément, et plus jeune que lui. Donc forcément, on apprend beaucoup d'un joueur comme ça. Mais voilà, sur le terrain, c'est toujours le dernier. C'est lui qui continue toujours l'entraînement, même quand il est fini, normalement. Donc voilà, il n'est pas là par hasard. C'est un grand champion. Ja, er ist immer der bis zum Ende auf dem Spielplatz, auf dem Feld bleibt, Spielplatz. C'est moi qui ai dit une connerie, c'est pour ça, t'inquiète. Er erzählt sehr viele Geschichten und das ist natürlich inspirierend für einen jüngeren Spieler und man lernt natürlich unglaublich viel von so einem Menschen und ja, er ist nicht umsonst der Spieler, der er ist. Er hat es verdient. Hast du eigentlich Stress mit deiner Mutter, dass du dich für Portugal entschieden hast als Fußballer für die Nationalmannschaft oder wie ist das, wenn es dieses Duell gibt, was ja ein hochklassiges Duell ist, Portugal gegen Frankreich? Oui, t'as compris? Très bien. Sehr gut. Ouais, c'est ma mère était très fière que je choisisse le Portugal, même si elle est française, elle m'a toujours soutenu dans tous mes choix depuis petit, c'est elle qui m'emmenait à l'entraînement. Donc je savais, peu importe le choix que je faisais, elle allait toujours me soutenir. Et bien évidemment, mon père était très fier aussi de ce choix-là. Et voilà, chaque année, chaque match, ils me soutiennent. Et voilà, je leur rends tout l'amour qu'ils m'ont donné. Ja, die Eltern waren sehr stolz. Die Mutter war immer diejenige, die ihn zu den Spielen gefahren hat. Und sie ist sehr stolz und der Vater ist auch sehr stolz. Und er versucht es ihnen, so gut es geht, wieder zurückzugeben, die Liebe, die sie ihm gegeben haben. Wir hatten noch eine Folie vorbereitet zum Thema Cristiano Ronaldo, die schauen wir uns mal an. Da wurde er gefragt, im Jahr 2016, welcher Bundesligaspieler Real Madrid verstärken könnte. Und da sagt er vielleicht mein Nationalelf-Kollege Rafael Guerrero. Was bedeutet es dir, dass dieser große Star deiner Nation auch so positiv
über dich denkt. Du bist ja auch jemand, der ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken frei hält, auch auf der linken Seite. Oui, ça représente quoi pour toi que quelqu'un comme Cristiano te choisisse et parle de toi? Non, ça représente beaucoup, c'est vrai, beaucoup de fierté et je me dis que mon talent est quand même vérifié par un grand champion, donc forcément j'étais très fier à ce moment-là quand je l'ai lu et même voilà, toute ma famille quand elle a vu ça forcément m'a envoyé un message par rapport à ça. Mais voilà, ils font continuer à rester concentrés et à donner le meilleur de soi-même sur le terrain et essayer d'être le meilleur à chaque fois. Ja, er ist natürlich extrem stolz und er hat sofort eine Nachricht von seinen Eltern bekommen, als sie das gelesen haben. Und ja, er gibt natürlich trotzdem sein Bestes für jedes Spiel und muss und es geht weiter. Ungefähr noch ein halbes Jahr, dann rollt der Europameisterschaftsball. Da geht es dann für Portugal mit Cristiano und Rafa Guerreiro auch gegen Deutschland und gegen Frankreich. Wie hart wird der Sommer für dich, Rafa? Ta Grand Prix, tu veux que je te le redis. Donc, il y a bientôt le championnat d'Europe et vous allez jouer contre l'Allemagne et la France. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Non, toutes les équipes peuvent remporter le groupe. C'est vrai que c'est un groupe très compliqué, mais voilà, on a tous beaucoup de qualités. Forcément, il y a un favori, je pense que c'est clairement l'Allemagne et la France. Mais voilà, après nous, on a notre carte à jouer, on est champion d'Europe, on va défendre notre titre au maximum. Ja, jeder kann gewinnen, aber ja, es gibt natürlich zwei große Favoriten, Frankreich und Deutschland, aber sie werden ihr Bestes geben und er hofft. Heißt der Europameister ist jetzt Außenseiter im Sommer? Le champion d'Europe est pas le favori en cet été? Non, il y a pas. Je pense qu'on n'est pas vraiment favori par rapport à nos résultats pour la qualification. Après, on reste une grande nation aussi. On a des grands talents, mais il manque encore des choses dans l'équipe. On a des choses à perfectionner avant le championnat d'Europe et on va tout faire pour le perfectionner avant le début de la compétition. Ja, also es muss noch was perfektioniert werden. Also sie sind auf jeden Fall eine große Nation und auch ein großer Verein, aber es fehlt an einem gewissen Aspekten, die c'est la qualification qui pose problème. Ouais, on s'est qualifié avec des difficultés. Ja, sie hatten Schwierigkeiten bei der Qualifikation und das war ja, da müssen sie an sich arbeiten, auf jeden Fall. Ist das schon, diese Auslosung, diese EM, ist das schon Thema in der BVB-Kabine gewesen? Hast du Marco Reus, Julian Brandt, Nico Schulz schon gesagt, dass es im Sommer eine Ohrfeige geben wird? Es ist ein Thema dans les Vestiaires avec les joueurs allemands. On a suivi le tirage en direct, on était dans le bus après le match. Donc voilà, on était en train de dire qu'on allait tomber ensemble et forcément c'est arrivé. Et ouais, on a beaucoup rigolé par rapport à ça, mais c'est surtout Julian qui m'a beaucoup chambré par rapport à ça. Voilà, c'est normal. On essaye de chambrer tout le temps. Ja, also als die Auslosung gemacht worden ist, waren sie gerade im Bus zusammen und haben extrem viel gelacht, weil sie schon vorher gesagt hatten, wir denken, dass wir gegeneinander spielen werden. Und ja, jetzt wurde viel gelacht und vor allen Dingen Julian, der war am meisten, am ehrgeizigsten. Ne? Ja. Mal gucken, wer am Ende lacht. Aber auch Kirira und der René. Raphael, wie würdest du deine Situation bei Borussia Dortmund beschreiben? Du hast deinen Vertrag verlängert und hast dann aber auch wieder eine Phase gehabt, in der du nicht gespielt hast. Jetzt spielst du wieder. Wie würdest du das beschreiben? Bist du schon ein echter Stammspieler? Den Anspruch hast du als Europameister, immer spielen zu wollen, oder? Oui, quand tu as commencé au BVB, il y a eu une période où tu n'as pas joué. Est-ce que tu fais partie de l'11 ou pas? Tu fais partie des 11 joueurs habituels? Est-ce que tu te vois comme... Non, pour moi, je me vois forcément dans le 11 habituel, au vu de mes qualités et de ce que je vois à l'entraînement. Après, c'est toujours le coach qui décide. Et quand il fait des choix, il faut les accepter, même si des fois on n'est pas d'accord. Parce qu'il faut garder la concentration, comme Marvin par exemple, il est toujours numéro 2, mais il garde toujours l'envie et la concentration de donner le meilleur pour l'équipe. Il faut d'abord penser à l'équipe, parce qu'on a tous un objectif commun, c'est de gagner le championnat. Also, es ist,
natürlich immer die Entscheidung des Coaches und des Trainers, ob er spielt oder nicht, aber er sieht sich auf jeden Fall angehörig der Elf, und es ist immer wieder dasselbe Objektiv, dieses Ziel zu sagen, man gewinnt als Mannschaft und es ist so wie mit Marvin Hitz, man muss immer wieder das Beste geben, um zu gewinnen. Völlig überraschend waren wir auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Ah oui, c'est la même chose qu'avant avec le marché de Noël. Und haben die Weihnachtsmarktbesucher, der eine oder andere hat sie schon gesehen, auch nach Rafael Guerrero gefragt. Was haltet ihr von Rafael Guerrero, von seinen Qualitäten? Und hier kommen die Antworten der doch sehr munteren Herren. Boah, der hat schon sehr gute Leistung gebracht. Ne? Klar, ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Spieler. Ne? Es ist okay, dass er verlängert hat. Ist wichtig für Borussia Dortmund. Und es gibt ja auch häufig die Debatte, ob er denn nicht vielleicht sogar Mittelfeld spielen sollte anstelle der Linksverteidigerposition. Würden Sie ihn dort lieber sehen? Na gut, er ist flexibel. Ne? Ich denke mal, der kann beide spielen. Hat auf beiden Positionen schon ein gutes Spiel gemacht. Als Außenstürmer ist er sehr gut. Er bringt auch seine Leistung als Außenverteidiger. Am besten würde ich sagen, ist aber aufgehoben im Mittelfeld. Da kann er beides mitmachen. Und er ist vor allen Dingen sehr schnell dabei. Ne? Den finde ich sehr gut und habe mich auch im Sommer sehr darüber gefreut, dass er dann verlängert hat. Auf jeden Fall eine Stütze. Ich freue mich erstmal, dass das geklappt hat, dass man den Vertrag verlängert hat. Das war eine sehr, sehr gute Geschichte. Weil ich glaube, dass er A zu Borussia Dortmund passt und auch zu unserem Spielsystem über die linke Seite. Er ist ja flexibel einsetzbar und ein wichtiger Mann. Ob er jetzt im Mittelfeld oder in der Verteidigung spielt, es ist wichtig, dass Rafael Guerrero auf der linken Seite den tollen Partner hat. Ja, wir, als Erinnerung, 2011 sind wir deutscher Meister geworden mit zwei Spielern, Marcel Schmelzer und Kevin Großkreuz, was ja nun mit Sicherheit keine außergewöhnlichen Top-Talente sind. Aber die beiden haben sich so hervorragend ergänzt und haben eine tolle Rolle auf der linken Seite gespielt. Gut, das ist ein, den wir so leiden mögen, auch vom Fußballerischen wie sonst so. Gut. Ich finde ihn eigentlich für einen der wichtigsten Spieler und finde das immer schade, wenn der nicht in der Start, direkt in der Startmannschaft drin ist. Da werden manchmal Leute aufgestellt. Ich würde sagen, kann man manchmal nur mit dem Kopf schütteln. Ich sehe den Guerrero wie früher den Großkreuz als alles. Also man kann überall einsetzen und der macht die Sache immer sehr gut. Also meinetwegen müsste er immer direkt von Anfang an spielen. Meinetwegen müsste er immer von Anfang an spielen. Ja, wir merken schon, wir geben einfach das komplette Video euch beiden gleich mit. Dann könnt ihr morgen eine gemeinsame Diskussion mit dem Trainer machen. Non, mais c'est très toujours agréable d'entendre des mots comme ça des supporters. Ça prouve que mon travail paye sur le terrain. Mais voilà, par moments aussi, je suis pas d'accord avec les choix comme les supporters. Mais comme je l'ai dit, on doit toujours accepter et toujours continuer de travailler pour avancer. Ja, es ist immer schön, so solche Worte zu hören und ist natürlich auch motivierend. Aber man muss auch akzeptieren, dass man manchmal halt nicht spielen kann und das ist dann einfach so und das gehört dazu. Die französische Community, die French Connection beim BVB, die ist ja mittlerweile recht groß, recht stark. Wie wichtig ist dir diese Möglichkeit, auf Französisch zu parlieren, mit den Kollegen, sich auch abzustimmen auf dem Platz? Oui, à quel point c'est important pour toi d'avoir des joueurs qui parlent en français et c'est important. C'est toujours important pour les joueurs d'avoir quelqu'un sur qui compter et forcément on est souvent ensemble tous les quatre. Après voilà, on se débrouille dans d'autres langues, en anglais, on comprend des choses en allemand forcément aussi, même si on parle pas complètement. Mais voilà, c'est toujours important d'avoir des gens sur qui compter et voilà. Ja, es ist natürlich sehr schön, mit Menschen sprechen zu können, die die Muttersprache sprechen. Und das hilft unheimlich, um auch Vertrauen zu haben und auf jemanden zählen zu können. Aber
es ist natürlich auch wichtig, dass sie mit Englisch sich verständigen können und ein bisschen Deutsch verstehen. Und das ist, aber es ist natürlich sehr, ja, sehr praktisch, mit anderen Spielern auf seiner Muttersprache sprechen zu können. Là, par exemple, au dernier match, on était pour la première fois alignés tous les quatre ensemble. Et donc forcément, c'était un match spécial pour nous. Et quand on a gagné, voilà, on était très contents de l'avoir fait ensemble aussi. Genau, das letzte Spiel, da waren die vier Franzosen zusammen, und also französisch sprechenden Menschen, ne? Sind ja nicht alle Franzosen. Und es war natürlich dann ein besonderes Spiel für ihn, dass sie zusammen spielen konnten. Du bist jetzt oder du wirst bald 26, hast also noch eine Menge Jahre auch vor dir. Was hast du dir noch vorgenommen? Also Europameister bist du, hast den Schritt gemacht aus Frankreich, aus Lorient zum BVB. Was wünschst du dir noch von deiner Karriere? Was soll noch kommen? Oui, t'as 26 ans. Qu'est-ce qui est ton souhait pour ta carrière? Qu'est-ce que tu attends des années qui viennent? Tu as fait ce pas de venir de la France en Allemagne. Qu'est-ce que tu attends de du reste de ta carrière? Pour l'instant, ce que j'attends, c'est de gagner le championnat ici. Après, on verra ailleurs, mais c'est clairement le premier objectif. Et vu que j'ai prolongé mon contrat, forcément, je me vois encore longtemps ici. Et ma famille est très bien ici, donc forcément, voilà, j'ai envie de rester. Ja, in erster Linie natürlich zu gewinnen, ne? Denn jetzt, das ist das Ziel. Seine Familie fühlt sich sehr wohl hier und deswegen möchte er eigentlich auch gerne bleiben. Er hat natürlich verlängert und das ist einer der Gründe, warum er sich auch hier auf lange Zeit erstmal sieht. Dann binden wir den Marvin auch mal wieder ein. Ich weiß nicht, verstehst du auch Französisch? Gehörst du auch zu der French Connection schon? Oder? Ich gehöre nicht zur Connection, aber ich verstehe das. Ja, wie siehst du eure sportlichen Ziele? Aki Watzke hat vor der Saison gesagt, wir wollen um den Titel eigentlich immer mitspielen oder wir müssen den Anspruch haben. Andere haben dann daraus formuliert, der BVB will auf jeden Fall deutscher Meister werden. Was glaubst du, wie muss es für euch weitergehen in den nächsten Jahren und was peilst du noch an mit Borussia Dortmund? Ja, die Ziele. Darüber wurde schon sehr, sehr viel gesprochen, natürlich jetzt auch in der Phase, wo es nicht so gut lief. Das bringt uns allen nichts, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und wir haben jetzt ein wichtiges Spiel gewonnen, was ja nicht ganz so einfach war zu gewinnen in unserer Situation, weil am Anfang alles wunderbar lief, dann kommt die erste Schwierigkeit mit einem abgefälschten Tor, der gelb-roten Karte und damit einmal weniger 45 Minuten zu verteidigen und die Mannschaft hat das sehr, sehr gut gemacht. Das war der erste große Schritt, aber das bringt natürlich nichts. Man muss jetzt das nächste Spiel auch gewinnen und dann bist du wieder völlig, bist du wieder drin. Andere Mannschaften, die hochgejubelt werden, haben 3 Punkte mehr wie wir. Also da muss man schon aufpassen, mit welcher Sichtweise man die Spiele analysiert, dass wir noch nicht den Fußball gespielt haben, den wir wollen, den wir auch können, dass wir mindestens 4 Punkte verschenkt haben. Das wissen wir alles, aber nichtsdestotrotz in den Mannschaften vor uns, die wir schlagen können, die wirklich auch hochgejubelt werden, die aber ja, 1 Sieg von uns entfernt sind. Und deshalb darf man das auch nicht vergessen. Nicht alle schlecht reden, aber wir kennen schon die Probleme. Wir haben das auch intern besprochen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg sind. War der Druck möglicherweise zu hoch durch diese Zielvorgabe? Pass mal auf, also wer für den BVB spielt, der muss eigentlich immer um den Titel mitspielen. War die Vorgabe möglicherweise zu riskant? Boah, zu riskant. Ich bin schon auch der Meinung, dass man sich Ziele setzen soll. Und wenn man das letzte Jahr anschaut, dann wären alle anderen Ziele, wären blöd gewesen, wären nicht angemessen gewesen, weil wir schon auch guten Fußball gezeigt haben, auch erfolgreichen Fußball. Klar, muss man ehrlich sagen, war dann die Rückrunde nicht so wie die Vorrunde, das wissen wir auch. Also es ist jetzt schon eine Phase, wo wir schon etwas länger nicht zu 100% das zeigen, was wir wollen, aber das ist immer noch ein Sport. Ein Sport gehört auch der Gegner dazu und da läuft nicht immer alles nach Plan. Und ich denke, das haben wir jetzt in dieser Phase schon auch gemerkt. Aber wir sind immer noch sehr nahe dran und können immer noch alles erreichen, wenn wir wieder in die Spur kommen und dem Fußball zeigen, den wir wollen. Der Präsident Reinhard Rauball hat uns gerade empfohlen, bei euch mal nach dem Trainer zu fragen. Denn er hat gesagt, also er habe ihn trotz dieser ganzen Kritik, die von außen kam, sehr fokussiert erlebt, nach wie vor sehr akribisch, sehr zuversichtlich. So, das waren jetzt, hätte ich jetzt mal besser nicht gesagt, weil ihr habt es ja gar nicht mitbekommen. Dann wäre es jetzt eine offene Frage gewesen. Genau, die richtigen Worte, das war wirklich so, aber es war auch vom ganzen Team, von der ganzen Mannschaft.
Wir sind schon sehr fokussiert geblieben. Wir haben auch ehrlich gesagt nicht viel Zeit nachzudenken. Wenn du alle drei Spiele spielst, dann in der Länderspielpause waren die meisten weg. Wir wissen, habe ich schon gesagt, glaube ich, schon zwei, drei Mal, dass wir Probleme hatten. Mhm. Aber dass wir nur zusammen wieder da rauskommen. Und ich denke schon, dass wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Rafa, der BVB will im Winter, um noch größere Chancen zu haben, dann wirklich Meister zu werden am Saisonende, noch einen weiteren Stürmer holen. Braucht ihr den? Le BVB veut chercher un nouveau attaquant pour vraiment gagner le championnat. Est-ce que vous en avez besoin? Ouais, je pense que c'est clairement un poste qui nous manque dans l'équipe. On a besoin d'un attaquant, je pense, qui est capable de garder le ballon parce qu'il y a des matchs qui sont compliqués. On doit mettre le ballon devant et malheureusement, bah, c'est pas nos qualités. On a beaucoup de mal à le faire et ça rend le match beaucoup plus compliqué. Mais voilà, après, c'est pas nous les joueurs qui décidons, c'est forcément la direction. Mais en tout cas, je pense qu'ils savent la vie de toute l'équipe. Ja, es ist auf jeden Fall eine Position, die gebraucht wird. Wir spielen teilweise den Ball nicht genug nach vorne und deswegen ist es auf jeden Fall eine Position, die beim BVB gebraucht wird. Aber sie entscheiden das natürlich nicht, das ist die Direktion, die das entscheidet und es ist auf jeden Fall erwünscht. Könntest du denn einen Stürmer empfehlen? Très bien. Non, j'ai pas forcément d'attaquant. Nein. Man kennt sich ja untereinander, man hat Netzwerke, schwirren ja ganz viele Namen durch den Raum, die da gehandelt werden. Ihr nehmt es als Mannschaft ja sicher auch wahr, was da so für Namen gerade gespielt werden. Ah, moi après, je pense à un profil comme Cavani, mais ça c'est... Er denkt an ein Profil wie Cavani? Ja. Das wäre ein Kracher. Das rippt man mal. Hast du Aki Watzke die Nummer schon gegeben? Est-ce que tu as donné le numéro à Aki Watzke? Pas encore. Noch nicht. Morgen früh zusammen mit dem Video von Weihnachten. Oui, demain matin avec la vidéo des supporters. Wie groß erachtet ihr denn die Chance, dass es wirklich schafft, dass der Griff am Saisonende dazu reichen kann oder zumindest zu einem von beiden reichen kann? Wie groß ist die Chance? À quel point est grande cette chance de pour l'instant, elle est encore très grande, vu qu'on a quelques points de retard malgré nos faux pas. Mais voilà, on y croit, on va y croire jusqu'au bout. On a jusqu'à la pause pour voir où on va en être. Et on va tout faire, en tout cas, pour aller le remporter malgré nos faux pas. Ouais. Im Moment ist die Chance noch sehr, sehr groß und sie werden alles dafür tun, das zu erreichen. Es ist, sind noch einige Punkte zu holen, auch wenn sie ja dummerweise manche Punkte verspielt haben, aber das ist definitiv noch etwas, was im Raum steht und die Chancen stehen immer noch sehr groß. Marvin, wenn du siehst, einen Titel mit Borussia Dortmund holen, welcher dieser beiden, die wir da gerade gesehen haben, wäre dir denn lieber? Ja, an erster Stelle kommt natürlich immer die Meisterschaft. Aber der Pokal ist auch eine ganz schöne Sache, den habe ich, da war ich noch nie dabei bei dem Gewinn. Und ja, also wie gesagt, Rafa hat es gut gesagt, die Chancen sind da und vielleicht läuft es dieses Jahr ja andersrum wie letztes Jahr. Letztes Jahr war immer alles schön, erfolgreich, bis dann die letzten 3-4 Spiele, da waren wir nicht mehr oben. Vielleicht ist es dieses Jahr andersrum, dass wir mehr Probleme haben, dass es schlechter läuft am Anfang und dass wir dann von hinten kommen. Wer weiß, im Fußball ist sehr, sehr vieles möglich. Mhm. Meisterschale ist schön, aber aus dem Pokal kann man besser trinken. Ja. Das sieht ja zumindest so aus, das stimmt, ja. Kann ich nicht widersprechen. Ja. Ihr beide seid Familienväter, das zeigt ihr auch, also ihr habt eure Kinder auch gerne mal um euch, auch im Stadion. Wie wichtig ist euch, Marvin, oder dir speziell, die Zeit mit der Familie oder eben auch Erlebnisse im Stadion und deine beruflichen und emotionalen Erlebnisse mit der Familie zu teilen? Ja, für mich ist das etwas sehr, sehr Schönes. Also es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, wie mit Borussia Dortmund bei einem Heimspiel ein Spiel zu gewinnen und dann auch die Familie hautnah dabei zu haben. Also ich denke, da gibt es für einen Sportler oder für einen Fußballer nichts Spezielleres. Und ich versuche natürlich, ja, doch, kann man wirklich, glaube ich, so sagen, jede freie Minute auch mit meiner Familie zu verbringen. Man wird
dann oft so ein bisschen als Einzelgänger dargestellt, aber man ist eigentlich nur kompletter Familienmensch, weil man wirklich einfach dann auch nach dem Training nach Hause geht und zur Familie geht. Und als Fußballer ist man zwar auch oft unterwegs, aber es ist wirklich auch schön, du hast eigentlich jede Tageszeit mit der Familie. Du kannst oft frühstücken, du kannst manchmal Mittagessen zusammen, je nachdem, ob die im Kindergarten sind oder nicht. Und du kannst eigentlich auch ziemlich oft Abendessen. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr schön. Und ich bin froh, auch so früh Vater geworden zu sein. Mhm. Obwohl Rafa da natürlich noch ein bisschen früher dran war. Wollte ich gerade sagen, du hast auch zwei Kinder. Wie erlebst du diese Zeit mit ihnen hier in Dortmund? Oui, tu as deux enfants, comment tu passes le temps avec auch als Familienvater? Comme père de famille, comment c'est possible? Ouais, forcément, comme Marvin, on va à l'entraînement le matin et moi je les récupère à 2h de l'après-midi. Après, ils font une petite sieste parce qu'ils sont toujours excités de l'école. Mais après, voilà, on essaie de se promener un petit peu sur Dortmund, même si c'est pas facile. Après, on essaie toujours de s'amuser à la maison. Et forcément, mon fils qui me parle tout le temps de football et qui sort toujours un ballon. Ça plaît pas trop à ma femme parce qu'on casse des trucs dans la maison, mais voilà, on essaie de s'occuper comme on peut. Donc, er genießt die Zeit sehr mit seinen Kindern. Er holt sie meistens um 2 Uhr ab, nach dem Training, also 14 Uhr. Dann schlafen sie meistens. Meistens sind sie sehr noch aufgedreht und wollen viel über Fußball sprechen. Und der Sohn natürlich liebt Fußball und ist absolut Fan. Ne? Und Il casse des trucs dans la maison. Ça, c'est important. Ouais. Ouais. Und sie machen natürlich auch viel im Haus kaputt, weil sie oft zusammen Fußball spielen zu Hause. Et moi aussi. Ah, ja. Rafa, wie viel Deutsch können dir deine Kinder schon beibringen? Die wachsen ja mit der Sprache hier auf. Gibt es da zu Hause Deutschunterricht in die Richtung klein nach groß? Est-ce que c'est tes enfants qui t'apprennent l'allemand ou est-ce que comment ça se passe à la maison? Ouais, par moment, bah quand je comprends pas forcément, mon fils me regarde et il se moque un peu de moi et dit ah tu comprends pas, mais il y a des choses, il y a beaucoup de choses que je comprends forcément, mais après il y a un petit blocage pour parler, mais ça viendra avec le temps, je pense. Mais c'est vrai qu'ils parlent beaucoup mieux que moi, mes enfants, et même quand ils jouent tout seuls à la maison, ils parlent en allemand. Il y a que quand ils s'adressent à nous, ils parlent en français. Ja, seine Kinder sprechen natürlich besser als er und sein Sohn fängt an, ihn auch teilweise ein bisschen auszulachen, manchmal, wenn er nicht versteht, was gesagt wird. Und sie sprechen viel Deutsch, die Kinder, aber wenn sie mit den Eltern sprechen, dann wird Französisch gesprochen. Aber er denkt, dass es mit der Zeit natürlich auch bei ihm mit dem Sprechen besser wird. Mhm. Marvin, wie ist das bei dir? Wird bei dir zu Hause auch noch Schweizerdeutsch gesprochen? Ja, komplett. Ja. Also es ist bei den Jungs natürlich so, je nachdem, es ist ein Mix. Sie kennen natürlich auch viele Wörter, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, aber die sprechen auch schon eher Hochdeutsch. Und ja, ist aber auch ganz schön, weil die dann schon, man merkt immer noch, dass die aus der Schweiz kommen, aber man merkt auch, dass die jetzt natürlich in Deutschland geboren sind. Aber es ist schon wichtig, ne? Dass die Wurzeln dann auch bei den Kindern bleiben, ne? Also dass sie das dann auch können. Ja, meine Frau kommt auch aus der Schweiz. Es wäre komisch, glaube ich, wenn wir zusammen Hochdeutsch sprechen. Also das sind dann nicht wir, so haben wir uns nicht kennengelernt. Ich denke, das ist völlig normal, dass man, ja, ich denke, wir werden auch irgendwann in die Schweiz zurückkehren, dass man in der Muttersprache auch spricht und eben das Hochdeutsch. Das kriegen die ja automatisch mit, das lernen die ja spielen. Die Schweiz und Frankreich sind natürlich von Dortmund ein Stück weit weg. Wie sehr vermisst ihr manchmal Verwandtschaft, Familie, Freunde? Marvin? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, das 12. Jahr in Deutschland und ich fühle mich richtig wohl in Deutschland, in jedem Ort, wo ich bis jetzt war. Und klar ist die Schweiz die Heimat. Also wir bauen auch in der Schweiz jetzt ein Haus und das ist so, schon so, dass man das Gefühl hat, dass man, wenn man da zurückkommt, dass da wirklich die Heimat ist. Aber mir ist wirklich so, da wo meine Kinder, meine Frau sind, da fühle ich mich daheim. Und das ist dann auch das Wichtigste, finde ich, für mich, dass ich mich wirklich wohlfühle an einem Ort. Dann kannst du natürlich auch beruflich Erfolg haben. Mhm. Rafa, wie ist das bei dir? Kommt da manchmal Heimweh auf? Moi, forcément, quand tout va bien, j'ai vraiment envie de rester ici. Mais comme par exemple, il y a 2 ans, quand je me sentais très mal
ici, j'étais tout le temps blessé, c'était une période compliquée de ma vie, je pense, et forcément, je me disais que la France me manquait et que je voulais absolument rentrer. Mais c'est vrai que voilà, quand tout se passe bien, on est quand même très bien ici. Ja, wenn alles gut läuft, dann ist er sehr zufrieden hier und fühlt sich sehr wohl. Aber wie vor zwei Jahren, da war es dann schwierig und dann will man natürlich zurück nach Hause und hat Verletzungen Heimweh. Zum Beispiel. Ja, Tradition. Die Tradition, que tu as, t'as des habitudes que tu vas pas. Ouais. Il y a beaucoup d'habitudes, ouais, que j'avais en France et en venant ici, on les perd. Et forcément, par exemple, moi j'étais à Lorient, c'est de l'autre côté du pays, donc. Donc tous mes amis qui sont là-bas, je les vois très peu, forcément. Donc voilà, ça a été dur au début, mais maintenant on s'est adapté à ça et on est très heureux ici. Ja, viele, natürlich viele Gewohnheiten und auch Freunde, die man ja einfach nicht sieht und das ist natürlich immer schwierig. Aber ja, wie er gesagt hat, wenn er sich gut fühlt, dann ist er sehr gut hier. Ihr seid Papas und hier sitzen sicher im Raum auch ganz viele Papas und draußen vor der Kamera, zu Hause vor den Fernsehschirmen, die zugucken, auch sicher viele Papas. Jetzt haben wir mal ein paar Bilder rausgesucht, die sich bei jedem Papa, auch bei uns, tief im Kopf eingebrannt haben. Vielleicht mögt ihr mal zu dem einen oder anderen Papa-Erinnerungsbild etwas sagen. Papa liest Kind etwas vor, bei dir sicherlich völlig normal, Marvin, dieses Bild. Was gibt's da so für Geschichten vorm Einschlafen? Ja, es sind verschiedene. Die Jungs dürfen sich immer je ein Buch aussuchen. Ich lege mich dann da hin und ja. Rambo 3. Ihnen noch nicht, aber beim Kleinen würde es, glaube ich, gut ankommen. Der Große ist da noch ein bisschen vorsichtiger. Keine Ahnung, warum das in dieser Weise gedreht ist. Aber ja, jeder darf sich ein Buch aussuchen. Aber klar, wenn ich müde bin, dann kürze ich die Geschichte auch mal ab, aber es wird immer schwerer, weil die Jungs die Bücher wirklich auch kennen. Und ja, das war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, ja, dann nehmen sie noch heute Gute Nacht. Aber es gibt wirklich oftmals schläft der Papa dann auch früher ein als die Kinder. Nee, das ist bei mir wirklich noch nie passiert, aber ein bisschen später dann. Mhm. Rafa, du liest auf Französisch vor oder quälst du dich durch das deutsche Märchen? Ouais, j'ai beaucoup d'histoires en français, forcément, je les lis en français. Et j'ai quelques livres en allemand aussi, mais mes enfants me demandent de le lire, mais forcément, c'est impossible pour moi. Mais voilà, quand c'est des images, je peux leur expliquer assez facilement. Mais ils veulent toujours une histoire, et je pense que quand ils font une bêtise, c'est la seule chose, on peut leur priver de ça, et ils vont être vraiment très, très énervés. Mmh. Ja, es gibt viele verschiedene Bücher, aber sie haben französische Bücher, die sie am meisten lesen. Also wenn deutsche Bücher gelesen werden sollen, dann wird es schwierig für ihn. Natürlich, wenn Bilder da sind, dann kann man natürlich immer sich an den Bildern entlanghangeln. Ja, es ist auf jeden Fall das, wenn sie wirklich was gemacht haben, was sie nicht hätten machen sollen, damit kann man sie dann wirklich... Ah, da haben wir, glaube ich, da passt das nächste Bild, glaube ich, ganz gut. Genau. Ah, voilà. Also wenn mal was Kind malt Tapete an. Bei wem ist das schon passiert bei euch zu Hause? Mein Vermieter hört zu. Das war nie passiert. Nein. Nee. In einer ordentlichen Schweizer Familie passiert sowas nee, nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Da geht auch nichts kaputt wahrscheinlich. Nee, da fällt nie was runter. Ja, rien qui se cache, c'est toujours clean. Bei den Franzosen, Raphael, ist es ein bisschen entspannter als bei den Schweizern, oder? C'est plus répandu chez nous. Ouais. Mes enfants écrivent des fois sur le canapé, mais c'était avant, maintenant ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas le droit. Ja, manchmal wird auf Sofa gemalt. Ja, aber sie haben es jetzt verstanden. Naja, kreative Ader sollte man nicht bremsen. Ne? Definitiv nicht. Le côté créatif, faut pas le freiner. Faut les laisser. Ja, man muss sie lassen. Mal gucken, was euch dazu einfällt. Ja, klassische Rollenverteilung oder habt ihr selbst intensiv mitgemacht, Marvin? Das nächtens aufstehen, Windeln wechseln? Ja, habe ich alles gemacht, aber natürlich tendenziell schon ein bisschen weniger wie meine Frau, aber ich bin natürlich nachts aufgestanden. Seitdem weißt du bestimmt, wie lange du die Luft anhalten kannst? Bei Schweizern stinkt das auch nicht. Natürlich nicht. La mer dont tu parles, la mer de vie. Ah, Toblerone. Toblerone. Ça sent le chocolat.
Raphael, wie sehr unterstützt du deine Frau mit den Kindern? Also wie viel machst du? Moi, j'ai beaucoup aidé aussi ma femme quand il fallait changer les couches, quand il fallait se lever la nuit, parce que voilà, on l'a fait à deux, donc forcément, on assume tous les deux les rôles de parents. Après, voilà, je connais aussi des joueurs qui ne pensent pas la même chose et qui se disent, bah, nous, on doit travailler et se lever tôt, et donc forcément, c'est pas à nous occuper, mais voilà, je suis pour que les deux parents s'en occupent. Ouais. Ja, wir haben das Kind beide gemacht, also haben wir auch beide, müssen wir beide dran arbeiten und mithelfen. Und er hat sie sehr unterstützt und er sagt, es gibt Spieler, die das anders sehen, die sagen, wir arbeiten hart, aber er möchte helfen und das ist ihm wichtig. Jetzt geht das Jahr so langsam zu Ende, es geht gegen Weihnachten. Wir haben den Präsidenten Rainer Traubal nach seinem Wunsch gefragt. Was habt ihr für Wünsche zu Weihnachten? Sind es eher private, sind es sportliche? Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Mon premier vœu, c'est déjà de rester en bonne santé et après, forcément, sur le point de vue sportif, d'être le mieux classé possible, on va dire, à la fin de la pause. Ja, also natürlich als allererstes halt gesund zu bleiben und dann der sportlichen Seite halt so hoch wie möglich und so gut wie möglich klassifiziert zu sein. Mhm. Marvin? Ja, ich glaube, es sind immer ähnliche Wünsche. Ich denke, an unserer Stelle ist sicher, wenn man gesund ist, will man natürlich auch gesund bleiben. Wenn man mal krank ist, spürt man das schon, dass das wirklich das Wichtigste ist. Oder wenn die Kinder mal krank sind, dann merkt man schon, wie wichtig das ist. Und ihr wart gestern noch in der Kinderkrankenstation. Genau, ja, dann lernt man das schon auch zu schätzen. Und klar, wir sind Fußballer, wir wollen unseren Beruf gut ausüben. Dann gehören natürlich auch sportliche Wünsche dazu. Und dann wollen wir das Jahr jetzt natürlich gut abschließen und dann richtig gut ins neue Jahr starten. Bevor ihr gut ins neue Jahr startet, müsst ihr noch die Ehre von Borussia Dortmund verteidigen, und zwar an unserem Kickertisch. Zweien aus dem Publikum dürfen wir gerne die Chance geben, gegen die beiden BVB-Profis anzutreten. Schnell melden hilft. Wer mag antreten gegen Rafael Guerrero? Und bitte nach vorne kommen und hier vorne die Nummer 2. Ist schon so. Da haben wir schon die beiden Kandidaten. Kommt ihr mit runter zum Kickern? Wer hat von euch Kickererfahrung? Oder wer ist eher der Lazy-Zocker? Rafa ist einer von uns in der Mannschaft, der eigentlich jedes Spiel kann. Und wenn man mit ihm verliert, ist man echt schlecht. Okay, das macht jetzt natürlich Druck, ne? Bitte, okay, komm mit runter. Dann kommt gerne auf, ihr nehmt natürlich die BVB-Seite. So, Marvin, ich glaube, du gehörst ins Tor oder in dem Fall dann doch in die Fans. Kommen Sie beide auf die andere Seite? Gehören die Fans. So, keine Bange, wir spielen nicht bis 10. Also, es geht ganz schnell mit Rafa. Das ist aber eine Ankündigung. Mit Rafa geht es ganz schnell? Ja. Also genau hingucken. Okay. So, Bälle bräuchten wir noch, oder? Könnt ihr helfen von dem Board? Der. Und dann gucken wir mal, was Rafael Guerrero, der Europameister, am Tisch kickert kann. Zur Not geht es auch mit einem Eigentor. Also wir spielen bis 3. So, Ball auf der anderen Seite, Rafael. Jetzt hast du ihn so gepriesen. Ja, 2-0. Ja, wir geben euch noch die Chance aufzuholen. Überlegt mit der Innenseite eingeschoben. Ja, vielleicht mal das aufbäumen, aber Kasten hinten sauber. Also nicht nur PlayStation, Marvin, sondern es wird auch wirklich noch klassisch gespielt. Volle Konzentration. Ja, 3. Das Ding, 3-0. Ihnen beiden herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. Lieben Dank für die Statistenrolle. Die beiden nochmal einmal zurück auf die Bühne und wir sagen ganz, ganz herzliches Dankeschön an Rafael Guerrero und an Marvin Hitz. Danke, dass ihr da wart bei 19.09, der schwarz-gelbe Talk. Und wahrscheinlich für die Familie, für eure Kinder, gibt es auch noch eine 19.09-Torte in der Weihnachtsedition. Also viel Spaß damit. Ja, ich hab noch eine Schmonzette gefunden. Und zwar haben uns ja eben gefragt, wie kommst du eigentlich schon bei den Fans an und wie nehmen die dich wahr? Und du kommst offenbar sehr gut an, denn ein Zufallsfund aus der Stadt, das flog in der Stadt rum, ein Aufkleber. Ich weiß nicht, ob die Kamera den irgendwie einfangen kann. Ein Aufkleber, angelehnt an diese berühmte CD Bravo Hits.
Bravo Hits 35. Kann man aufkleben, passt super aufs Auto. Danke fürs Kommen. Und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön, alles Gute euch. Marvin, oh, Entschuldigung, lieben Dank. Ups. Lieben Dank auch an unsere Dolmetscherin. Vielen Dank, Elisa Roma, fürs Dolmetschen. Vielen, vielen Dank. Und wir machen noch einen Moment weiter ohne die Borussen. Ich bin schon ein bisschen neidisch, dass die Tortenmecken mitnehmen und ich kriege gleich wieder eine Stulle. Bei uns ist es, glaube ich, auch besser so. Ja, gut. Ist ein anderes Thema, aber so ich bin auch heute schlecht ausgeleuchtet. Daran mag es liegen. Ja, wir haben noch ein Thema, was wir auf jeden Fall, über das wir auf jeden Fall noch sprechen möchten. Es gibt ein neues Buch, es heißt Echte Liebesgeschichten. Natürlich ein Buch über Borussia Dortmund, der Slogan Echte Liebe steckt da drin. Und wir haben zwei Menschen hier, mit denen wir darüber gerne sprechen möchten. Es ist einmal Markus Langer von Evonik und Adolf Winkelmann, der auch einen Text im Buch präsent hat. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen auf der Bühne. Langer. Herr Winkelmann. Guten Abend. Das zweite Mikro kommt von der anderen Seite. Wir setzen uns auch noch für den Moment. Ja. Ja. Und zwar, der Chef hat es ja kaum hochheben können, das Buch. Ein stolzes Werk ist es geworden, aber es ist jetzt fertig. Aber am Anfang stand die Idee. Warum die Idee, Herr Langer, zu diesem Buch? Also wir haben ja, seit wir Hauptsponsor sind von Borussia Dortmund, den Verein immer mit Anzeigen begleitet zu den ganzen Heimspielen. Und in den ersten beiden Jahren haben wir ziemlich viel experimentiert, bis wir dann im Sommer 2009 die richtige Formel gefunden hatten. Nämlich, wir haben gesagt, wir setzen immer Alltagssituationen um. Wir inszenieren, wie der Alltag der Fans geprägt wird durch ihre Leidenschaft für Borussia Dortmund. Und diese Anzeigenkampagne ist dann unglaublich populär geworden. Wir sehen immer wieder, dass die werden runtergeladen, die Anzeigen von unserer Homepage. Die werden zum Teil rausgerissen, aufgehängt, gerahmt. Und einmal bin ich durch den ICE gelaufen, da guckte ich in den Schaffnerabteil rein. Da hat tatsächlich ein Schaffner eine Anzeige da hängen am Fenster des ICE. Und da habe ich gedacht, also wir müssen es den Fans jetzt mal leichter machen. Wenn die Kampagne 10 Jahre alt ist, dann müssen wir da ein Buch draus machen. Mhm. So kam das zustande. Und wie schwer war es dann, Autoren für diese Idee zu begeistern? Viel leichter als gedacht. Wir haben viele Autoren angesprochen und gesagt, sucht euch eure Lieblingsanzeige aus und schreibt einen Text dazu, eure persönliche Geschichte. Und das waren sowohl BVB-Spieler, Marco Reus dabei, Mario Götze, auch Jürgen Klopp ist dabei. Dann aber auch prominente BVB-Fans wie Adolf Winkelmann, Joachim Kroll natürlich, aber auch Fans, die prominent sind in ihrem Bereich, die man aber gar nicht so kennt. Horst Bredekamp, ganz bedeutender Kunsthistoriker, ist dabei. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht mit nicht prominenten Fans. Wir haben also über eine Website eben Fans gebeten, uns ihre Geschichten zu schicken. Und so haben wir eine schöne Mischung von Geschichten von Prominenten und Nicht-Prominenten. Und es ist ein wunderbares Buch geworden. Mhm. Adolf Winkelmann ist dabei. Wir kennen Sie als Filmemacher, als Regisseur. Sie haben den Bambi gewonnen, die goldene Kamera. Aber wie ist Ihre Beziehung zum Fußball und zum BVB? Ja, ich war jetzt nicht mehr, aber als ich noch jung war, war ich ein wirklich schlechter Spieler. Ich habe nur in Rasen getreten und als Spieler war ich nicht zu gebrauchen, aber als Fan macht sich das ganz gut. Ja. Ich gehe gerne ins Stadion. Sie sind ja auch auf dem Punkt seit 70 Jahren Dortmunder. Ne? Also dementsprechend ging es auch für Sie wahrscheinlich am BVB gar nicht vorbei. Kannst du nicht, geht nicht. Ist richtig, ja. Mhm. Nordkurve 92 ist ja auch ein Film, der sich mit Fußball auseinandersetzt. Ein Klassiker, auch schwarz-gelb. Aber es durfte in dem Fall nicht der BVB sein, es muss ein anderer Name sein. Ne? Wollen wir jetzt diese ganze Geschichte, da haben wir keine Zeit für diese Geschichte. Ist eine tolle Geschichte, ich frage das auch immer. Was? Es ist eine tolle Geschichte, ich frage das auch immer, wenn ich mit dir zusammensitze. Wieso? Warum der Film Nordkurve heißt? Wie das eigentlich kam, dass du, und gelb-schwarz dass du gleichzeitig den Bundesfilmpreis für die beste Regie bekommen hast und ein Stadionverbot bei Borussia Dortmund. Ich habe sogar noch einen zweiten Bundesfilmpreis für den besten Schnitt gekriegt bei dem Film. Ist egal. Also ich habe ein Stadionverbot gekriegt. Der Autor, der Ausgangspunkt war so, dass es
da gab es einen Autor, Michael Klaus, aus Gelsenkirchen. Und der hat ein bitterböses kleines Büchlein über Fußball geschrieben. Was man verstehen kann, wenn einer in Gelsenkirchen... das hat mir sehr gut gefallen und das habe ich übersetzt in ein Drehbuch. Und dann habe ich meinen tschechischen Kameramann gefragt, wie wir das jetzt machen sollen. Und dann hat er gesagt, dann gucken wir uns mal diese Stadien an. Und dann sind wir in das Parkstadion damals, in das Parkstadion gegangen, in das Westfalenstadion gegangen. Und da hat mein Kameramann entschieden, das müssen wir im Westfalenstadion machen, weil das Parkstadion ist so eine flache, da kann man nichts ordentlich fotografieren. Und dann, so ist das dann gekommen. Und jetzt haben wir einen Film, der ist gelb-schwarz im Westfalenstadion gedreht, heißt Nordkurve und ist von einem Schalker geschrieben. Es ist verrückt. Aber er hat dann doch die Beteiligten interessiert, so dass manche gesagt haben, wir fühlen uns nicht richtig repräsentiert. Mhm. Als dann irgendwann bei der Premiere des Films der WDR ein Interview mit mir im leeren Stadion machen wollte, was sie ganz toll fanden, da sitzt so einer im Stadion und erzählt über Fußball, da hat der BVB gesagt, nein, Winkelmann, Stadionverbot, du kommst hier nicht mehr rein nach dem Film. Wenn wir das Stadionverbot mal ausklammern, gibt es einen ganz besonderen positiven Moment, den Sie mit dem BVB verbinden, der immer im Kopf bleiben wird? Naja, Ich durfte als Kind immer mit unserem Nachbarn ins Stadion gehen, während mein Vater das steht ja alles im Buch, die Tauben geschossen hat. Und das hat infiziert für das Schwarz-Gelbe. Das ist doch toll. Ich meine, ich versuche das jetzt auch mit meinem Enkelkind. Der wohnt in Köln und fängt an, Köln-Fan zu werden. Der Moment, in dem man eingreifen muss. Ja, und jetzt habe ich den Markus schon gefragt, ob wir nicht mal ich mit ihm da reingehen kann, wenn Köln gegen BVB spielt. Und dann will ich ihm mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Dann hoffen wir dafür das Beste und bedanken uns auch für den kurzen, aber für den launigen, intensiven Besuch. Die dritte Halbzeit mit Adolf Winkelmann gerne gleich auch noch hier vor den Toren, denn das Buch gibt es nicht nur zum Angucken, Sascha, sondern das kann genau, man heute am, auch noch. Genau, am Bücherstand, die Bücherei Transfer aus Hörde, die wird da gleich Bücher platzieren. Adolf Winkelmann hat großes Vergnügen, auf seiner Geschichte zu unterschreiben, wenn er denn mag. Ja, ich unterschreibe auf der Seite, wo meine Geschichte steht. Ich kann ja nicht das, anders geht's nicht. Das muss ich verstehen. Wir haben die Bücher im Foyer und wir danken für den Besuch Ihnen beiden, Ihnen allen natürlich. Hoffen, wir haben Ihnen einen schönen Abend bereiten können. Wir laden Sie noch gerne ein zu Currywurst, Bier und guten Gesprächen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Schönen Abend noch. Dankeschön. Alles Gute, machen Sie es besser. Dankeschön. 19:09 Uhr, der schwarz-gelbe Talk von den Ruhrnachrichten und Radio 91.2, unterstützt von Evonik.